Antrag zu machen. Ja, jetzt haben wir es auch schon angesetzt. Mein Name ist Juan Gerdes, bin seit 2,5 Jahren Verwalter und Nachbarbetrieb in Friedersdorf. Und über diesen Job habe ich ein Amt geerbt. Und zwar nennt es sich Sprecher der Gentechnikfreien Region Märkisch-Oderland. Geerbt habe ich das Ganze von meinem Vorgänger in Klopfborge, der von Friedersdorf ausgehend mit Zusammenarbeit mit Nachbarbetrieben vor vielen Jahren mal die gentechnikfreie Region Märkisch-Oderland ins Leben gerufen hat. Ich glaube, wesentlich daran beteiligt war Bauern und Kantin oder die wenigen. Wie gesagt, ich bin dazu gekommen, weil ich sein Handy und seinen Bürostuhl übernommen habe. Die erste Konfrontation mit meinem Amt war im Dezember 2012. Und zwar kam dann eine Einladung von der Ministerin für Umwelt, Anita Tack, die eingeladen hatte, die gentechnikfreien Region zu einem runden Tisch, um mal zu horchen, inwieweit kann man diese Initiative unterstützen. Da habe ich dann mal ganz schnell ein paar andere Mitglieder angerufen und gefragt, na, soll ich da eigentlich hingehen oder ist da jemand anderes viel besser geeignet? Es wurde kein Gegenkandidat vorgeschlagen. Das bin ich hingefahren. Ich habe das auch gerne gemacht, war auch überzeugt oder hatte, ich sag mal, glaube ich, die nötige Überzeugung, dieses Amt zu vertreten. Ich hoffe, es springt jetzt keiner auf und sagt, nee, die wollten wir die ganzen letzten Jahre nicht. Ansonsten wäre jetzt auch Gelegenheit dazu, oder besser später, würde ich sagen. Ich kann ganz kurz nochmal für diejenigen, die bis dato nicht Mitglied sind oder Mitglied der gentechnikfreien Region, in dem Sinne ist es vielleicht schwierig, also es gab eine Selbstverpflichtungserklärung vor ein paar Jahren, die haben einige Leute unterschrieben. Damit würde ich sagen, kann man vielleicht davon sprechen, dass sie Mitglied sind. Ich werde kurz die gentechnikfreie Region vorstellen, wobei ich zur Gründungsphase nicht dabei war. Wie gesagt, ich habe vorhin noch mal recherchiert, ich bin auf 77 Adressdatensätze gestoßen. Davon waren 61 Adressdatensätze mit einer konkreten landwirtschaftlichen Fläche, die dahinter stehen sollte, versehen. Diese Flächen belaufen sich auf 16.000 Hektar. Ich habe dann nochmal so ein bisschen geguckt, so ein bisschen lernt man ja die Region kennen in 2,5 Jahren und weiß so ein bisschen, wie groß sind da manche Betriebe, die da keine Flächen angegeben haben. Ich würde schätzen, dass die gentechnikfreie Region um die 20.000 Hektar vertritt. Das ist der Hintergrund unserer Region. Es gibt jetzt eine Initiative, die wesentlich vorangetrieben wurde von der gentechnikfreien Region Südlicher Warnim, die, wie gesagt, schon immer viel aktiver waren als wir und über deren Initiative auch Projektmittel bereitgestellt wurden, um zwei volle oder halbe Stellen. Haltestellen zu besetzen, um, ich sag mal, die gentechnikfreien Regionen in Brandenburg mehr zu beleben. Die haben unter anderem die Initiative ergriffen und haben mal neue Selbstverzichtserklärungen aufgelegt, wo ich das sehr begrüßen würde, wenn möglichst viele Landwirte diese auch unterschreiben. Genau, ich kann mich einmal natürlich dafür bedanken bei der gentechnikfreien Region Südlicher Warnim, dass die so ein Engagement an den Tag gelegt haben. Bei uns war man da einfach, ich sag mal, damit zufrieden, diese Dokumente zu unterschreiben und zu sagen, hier, wir haben was. Wir sind 60, 70 Landwirte, die sagen, wir wollen keine Gentechnik auf unseren Feldern haben, was ja schon mal ein großer Schritt ist, aber die gentechnikfreie Region Südlicher Warnim war mal einen Schritt weiter. Die waren immer sehr aktiv. Also ein großes Dankeschön, dass ihr so aktiv wart und seid. Und natürlich denke ich, möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken bei der Landwirtschaftsgenossenschaft Dortmund Berlin, dass sie den Raum hier heute zur Verfügung stellen. Und dann übergebe ich an Sie.
platzieren, können auch damit Öffentlichkeitsarbeit führen und eine Veranstaltung wie diese heute Abend dann auch durchführen. Ich stelle erstmal unsere Gäste vor. Professor Antonio Ignacio Andrioli, Agrarexperte und Soziologe, Vizerektor der Bundesuniversität der Frontera School in Brasilien, ich schließe ab, weil das ein bisschen kompliziert, und Mitglied der brasilianischen Biosicherheitskommission, die für die Zulassung von GMO in Brasilien zuständig ist. Herr Andrioli, willkommen. Zulassung für den Anbau in Europa empfohlen.
Jetzt sollen die Minister, wahrscheinlich die Agrarminister, im Januar darüber entscheiden, ob sie diesem Anbau zustimmen oder nicht. Meistens kommt es nicht zu einer qualifizierten Mehrheit, das heißt eine Mehrheit bei ungefähr 75%, sondern sie liegt irgendwo darunter. Und dann entscheidet die EU-Kommission darüber. EU-Kommissar Antonio Borg hat aber schon gesagt, dass er grünes Licht für diese neue Gentechnikpflanze geben wird. Im Gegensatz dazu der französische Agrarminister, der hat gesagt, Frankreich wird auf alle Fälle mit einem klaren Nein stimmen. Und ich persönlich hoffe, dass Frankreich auch noch andere EU-Regierungen davon überzeugt, mit Nein zu stimmen, damit wir vielleicht mal eine qualifizierte Mehrheit gegen den Anbau dieses Mais bekommen. Was ist das für ein Mais? Der hat den Namen 1507 und der kommt von dem Konzern Pioneer, der in Zusammenarbeit mit Dow AgroSciences entwickelt worden. Er ist so genetisch verändert worden, dass er gegen das hochgiftige Glufosinat resistent ist. Das ist ein Wirkstoff im Totalherbizid von Liberty oder Basta und das kommt von Bayer. Glufosinat hat unter anderem Auswirkungen auf die embryonale Entwicklung und selbst die Europäische Lebensmittelsicherheitskommission hat ihn als kritisch eingestuft. Und die Zulassung für Europa läuft auch deshalb 2017 aus. Warum sollten wir ihn also 2014 zulassen? Außerdem erzeugt 1507 ein Insektengift gegen den Maiszünsler. Und laut Zulassungsunterlagen ist er aber nicht nur gegen den Maiszünsler, erzeugt er nicht nur gegen den Maiszünsler ein Gift, sondern auch gegenüber anderen Schmetterlingen und Motten. Und trotzdem hat die Europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde ihn als genauso sicher eingestuft wie konventionellen Mais. Wir sehen das anders und deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, mit Nein zu stimmen. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Nach wie vor will eine Mehrheit der Bevölkerung in Europa, 70-80%, keine Gentechnik in ihrem Essen. Und das ist auch der Grund, warum Europa bislang quasi gentechnikfrei ist. Es werden nämlich nur auf 0,12% der europäischen Ackerfläche gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut. 90% des Gentechnikanbaus findet in Spanien statt, weitere 8% in Portugal. Angebaut werden dürfen zwei Pflanzen. Die eine Pflanze ist von Monsanto und heißt Mon 810. Eine Pflanze, die auch gegen den Maiszünsler resistent ist. Mon 810 war die erste Pflanze, die 1989 in Europa zum Anbau zugelassen wurde. Mittlerweile ist Mon 810 in 8 europäischen Ländern verboten. In Österreich, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Luxemburg, Polen, Italien und auch Deutschland. Und Bulgarien hat eine andere Möglichkeit geschaffen, um den Anbau zu verhindern. Bulgarien hat große Abstände, 7 Kilometer zum nächsten Ökofeld, 10 Kilometer zu Bienenständen und 30 Kilometer zu Naturschutzgebieten. 2010, also 12 Jahre später, wurde die gentechnisch veränderte Industriekartoffel mit dem, wie ich finde, viel zu schönen Namen Amflora zugelassen. Amflora ist von der BASF, die nur eine Stärkekomponente produziert. Das ist interessant für die industrielle Stärkegewinnung. Ganz am Anfang hat schon die Stärkeindustrie erhebliche Bedenken angemeldet, weil sie gesagt haben, wir können Industriestärke nicht von Lebensmittelstärke trennen, das ist in den stärkeverarbeitenden Werken nicht möglich. Und letztendlich war es so, dass die Amflora geringe Erträge hat, viel geringere Erträge, dass die Pflanzenqualität viel schlechter ist als bei konventionellen Vergleichskartoffeln und es konventionelle Sorten gibt, die genau die gleichen Eigenschaften haben. 2012 hat die BASF dann ihr Prestigeobjekt, die es ja sogar in dem damaligen Koalitionsvertrag geschafft hat, zurückgezogen. Auch deshalb, weil nur ein Bauer diese Amflora zur Pflanzengutgewinnung angebaut hat. Eine große Debatte ist auch immer, ob es noch möglich ist, gentechnikfrei zu füttern. Aus unserer Sicht, ja, es ist möglich und wir hoffen, dass es auch weiterhin möglich ist. Man muss wissen, dass 80% der weltweit angebauten Gentechnikpflanzen noch im Futtermittel landen. Das liegt auch darum, weil wir im Futtermittel bzw. in den tierischen Produkten, also Milch, Eier und Fleisch, nicht nachvollziehen können, ob sie mit gentechnisch veränderten Pflanzen hergestellt worden sind, die Tiere mit gentechnisch veränderten Pflanzen gefüttert worden sind oder nicht. Es gibt hier, anders als bei pflanzlichen Lebensmitteln, keine Kennzeichnungspflicht.
Es gibt aber seit 2008 in Deutschland die Möglichkeit der ohne Gentechnik-Kennzeichnung, wo man freiwillig kennzeichnen kann, wenn man nur mit gentechnikfreien Pflanzen gefüttert hat. Und diese ohne Gentechnik, das war am Anfang recht schwierig, überhaupt mit den Produkten in die Regale zu kommen, aber nachdem eine große Marke, Landliebe, viele von Ihnen werden sie kennen, die Premium-Marke von Friesland Campina, es geschafft hat, mit ihrer Milch in die Regale zu kommen, seitdem wurde es zumindest etwas einfacher. Im Eiermarkt ist es viel einfacher, weil hier einfach die großen Eierproduzenten sagen, wir wollen auf gentechnikfrei setzen und mittlerweile werden 80% der Legehennen tatsächlich gentechnikfrei gefüttert, ohne dass es am Endprodukt gekennzeichnet ist. Dazu müssen wir den Lebensmitteleinzelhandel noch bewegen. Es ist für uns sehr wichtig, dass diese gentechnikfreie Fütterung weiterhin möglich ist. Viele Bauern und Bäuerinnen haben das Problem, dass sie vor Ort keine gentechnikfreien Futtermittel bekommen. Deshalb haben wir Futtermittelhändler in Deutschland abgefragt und es gibt tatsächlich 100 Lieferanten, die gentechnikfrei liefern, und zwar bundesweit. Ich habe die Futtermittelliste mitgebracht, können Sie sich gerne nachher mitnehmen. Interessant finde ich auch, dass im Frühjahr die europäischen Lebensmittelhändler die sogenannte Brüsseler Erklärung unterzeichnet haben und darin fordern große Lebensmittelkonzerne, Edeka, Rewe, Kaufland, Kaisers Tengelmann, aber auch Netto und Lidl, die Verantwortlichen auf, vor allem in Brasilien, denn daher bekommen wir unsere gentechnikfreie Soja, dass diese Lieferung auch in Zukunft sichergestellt wird. Ob das möglich ist, davon erfahren wir gleich aus erster Hand. Letzter Punkt. Derzeit finden Gespräche zu einem Freihandelsabkommen statt zwischen den USA und Europa. Es geht hier offiziell um den Abbau von Handelshemmnissen. Aber Sie wissen wahrscheinlich noch viel besser als ich, es gibt gar keine Handelshemmnisse zwischen Europa und den USA. Zumindest floriert ja der Handel. Das große Problem ist aber, dass wir unterschiedliche Standards haben und das ärgert einige Konzerne in den USA. Im Lebensmittelbereich gibt es in den USA Klonfleisch, es gibt Chlorhühnchen, die nicht gekennzeichnet werden müssen und es gibt auch Wachstumshormone, die dort eingesetzt werden können. Wenn wir das 1:1 übertragen, dann würde das heißen, dass das bei uns auf in den Lebensmittelprodukten landet und wir würden als Verbraucher nicht davon erfahren, weil dort keine Kennzeichnungspflicht ist und hier vielleicht auch. Und im Bereich Gentechnik geht es auch darum, wir haben eine Kennzeichnungspflicht, zumindest im pflanzlichen Bereich. Das gibt es in Amerika nicht und das möchte die USA bzw. die Konzerne auch gerne abschwächen bzw. aushebeln. Außerdem haben wir einen Zulassungsprozess, ein Zulassungssystem, was anders läuft in den USA. Vor allem läuft es hier sehr viel länger und auch das ärgert die Konzerne. Und das wollen Sie auf alle Fälle gerne beschleunigen und wenn nicht sogar anpassen, wenn in den USA mal eine gentechnisch veränderte Pflanze zugelassen worden ist, warum dann nicht überall in den Partnerländern oder in den Freihandelsabkommenländern. Besonders kritisch finde ich, dass diese Verhandlungen hinter geschlossenen Türen stattfinden. Die Öffentlichkeit erfährt nicht, was dort verhandelt wird. Selbst die Parlamentarier kennen die ganzen Dokumente nicht. Und ich finde, allein aus demokratischen Gründen muss dieses Freihandelsabkommen gestoppt werden. Ich bin froh, dass es in Deutschland ein Bündnis gibt aus mittlerweile 35 Organisationen, die gegen dieses Freihandelsabkommen aktiv sind. Als Herr Obama in Deutschland war oder in Berlin war, haben wir ihn auch schon kräftig begrüßt. Wir werden aber auch noch einiges tun müssen, um dieses Freihandelsabkommen zu verhindern. Es heißt unverhandelbar und wenn Sie sich darüber informieren wollen, dort gibt es auch eine Website. So, jetzt freue ich mich aber über den Bericht aus Brasilien. Ich kann Ihnen versprechen, es wird ein interessanter Vortrag. Ich habe ihn jetzt schon 7-mal gehört, wenn man wieder anhört. Immer wieder lernt man neue Dinge und ich hoffe, dass auch Sie sehr viel mitnehmen werden hier heute Abend. Und danach freue ich mich auf die Diskussion. Antonio. Schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, verstanden zu werden mit einem
typischen alten Deutsch erhalten geblieben ist in Brasilien. Ich weiß nicht, wie man ihn hat. Ich werde mit zwei Geschichten heute unterwegs sein, eine am Anfang und eine am Ende. Das heißt nicht, dass ich nicht inzwischen wieder ein paar Geschichten erzählen werde, denn es ist ja ein Erfahrungsbericht. Es wird immer von einem Menschen gesprochen in Brasilien, der irgendwann mal einen Schlüssel verloren hat. Ich werde das hier versuchen zu erklären. Also er verliert einen Schlüssel, aber er sucht nicht da, er sucht hier. Und dann sucht er und findet nichts. Dann kommt ein Kollege dazu und fragt ihn, was er da tut. Er sagt, er sucht seinen Schlüssel. Der Kollege fragt ihn dann, ob er sich sicher ist, dass er den Schlüssel hier verloren hat. Dann sagt er, nee, er hätte den Schlüssel auf der anderen Seite. Warum sucht er dann? Die Erklärung ist eigentlich einfach. Er steht neben einem Lichtposten und er sagt, weil es hier Licht gibt. Warum ich diese Geschichte jetzt am Anfang erzähle, werden Sie dann erst am Ende verstehen, weil dann kommt die nächste Geschichte. Das ist auch immer so die Art und Weise, den Vortrag so zu gestalten, dass alle bis zum Ende bleiben. Und wissen, warum man so beginnt. Also es kann ja sein, dass es etwas länger wird. Weil ich teilweise immer noch übersetzen muss. Ich versuche ja jeden Tag auch auf den Kontext einzugehen und mich an das Publikum anzupassen, wo ich glaube, ich habe was gelernt, bevor ich hier bin. Also um was es hier geht, wie die Region hier so aussieht. So kann ich nicht einen Vortrag halten, so wie ich in Brasilien halten würde oder wie ich irgendwo anders halte. Ich mache immer einen Vortrag für jedes Publikum und so habe ich mit dieser Geschichte begonnen, weil es vielleicht eine der wichtigsten Erfahrungen ist, die ich als Wissenschaftler gelernt habe, nämlich nicht immer da zu forschen, wo überhaupt Lösungen zu sehen sind oder wo man den Schlüssel vielleicht nochmal finden kann oder vielleicht nochmal zurückholen kann, sondern da zu suchen, wo es einfach mehr Licht gibt. Was heißt das? Man hat in dem Bereich der Agro-Gentechnik sich viel gehofft. Man hofft sich ja immer noch viel. Man hofft sich überhaupt ganz viel von der Technik. Von allen Formen von Technik. Denn die Technik hat es ja uns ermöglicht, mit einer besseren Lebensqualität zu leben. Also ich habe das heute Nachmittag gesehen, wie schlimm es ist, ohne Heizung zu sein. Wir haben eine Ausstellung hier in der Nähe. Und da im dritten, vierten, fünften Stock, wo die Ausstellung war, Kostbarkeiten, ja, da gab es keine Heizung. Das ist das, was wir in Brasilien haben. Im Winter, im Süden, ist es kalt, aber da die meisten in Brasilien mehr keine Kälte haben, hat man einfach keine Heizung. Und die Heizung ist ja auch eine Errungenschaft, die man durch die Technik erreicht. So hat man auch das Leben erleichtern können. Und wir könnten uns vielleicht viel mehr auf Wissen konzentrieren, anstatt langweilig immer dasselbe tun, wenn man doch es geschafft hat, durch Maschinen, durch andere Formen von Technik, die Beschwerlichkeit der Arbeit zu reduzieren. Und das ist auch der Grund, weswegen ich immer am Anfang sagen muss, dass ich ja kein Gentechnik-Gegner bin. Das ist für manche immer schwierig zu verstehen. Denn in dem Bereich muss man immer sofort sagen, ob man dafür oder dagegen ist. Es ist fast unmöglich, da nicht stigmatisiert zu werden. Ich bezeichne mich eher als Kritiker der Gentechnik. Das halte ich aber eigentlich für selbstverständlich. Denn jede Wissenschaftler sollte ja kritisch sein. Das setzt auch voraus, dass Sie mir jetzt nicht alles glauben, was ich sage, weil sonst hat das ja nicht mit Kritik zu tun. Wichtiger vielleicht, dass Sie da zum Nachdenken kommen und jeder von Ihnen wird vielleicht anders denken und deswegen wird die Diskussion danach sehr spannend. Ich werde ja immer lernen bei jeder Diskussion. Ich fange mal damit an, warum es eigentlich Befürworter der Gentechnik gibt.
Das ist vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Und warum die sich so ärgern, wenn man sie kritisiert. Oder warum sie es gar nicht wollen, dass man diese Sachen diskutiert. Dass man inzwischen gar nicht mehr zu Podiumsdiskussionen kommt, weil die Befürworter der Gentechnik ja glauben, das sei nicht wichtig. Sie gehen lieber direkt zu den Journalisten, zu den Medien, oder es gibt so viele Möglichkeiten, diese Technik anders darzustellen als kritisch. Das Erste, was man immer sagen muss, Gentechnik ist etwas ganz Besonderes. Es ist etwas ganz Neues, immer noch etwas ganz Neues, was in der Natur nicht möglich ist. Es ist von Menschen geschaffen worden. Auch wenn es in der Geschichte der Menschheit Mutationen gegeben hat, ist das die Ausnahme gewesen. Und nur die Mutationen, die sich anpassen konnten, also Lebenswesen, die sich anpassen konnten und diese Mutationen aufgreifen konnten und sich an die natürlichen Bedingungen angepasst haben, haben überlebt. Alle anderen Mutationen sind ausgeschlossen worden und das ist die Evolution. Das heißt, dass es auch in der Vergangenheit, also schon immer, eine Auskreuzung gegeben hat zwischen Lebewesen. Das Neue ist, dass wir jetzt in der Lage sind, Lebewesen zu kreuzen, die sich in der Natur wenigstens nicht so häufig oder in dem Maße so kreuzen würden. Das können wir nur durch eine bestimmte Technik. Das ist die sogenannte Gentechnik. Und das ist nicht die normale Pflanzentechnik, die immer noch auf natürliche Kreuzungen basiert, die dann bestimmte Grenzen bei der Auskreuzung nicht überschreiten. Also man kann da nicht Erdbeeren mit Pferden kreuzen zum Beispiel. Das könnte man theoretisch mit der Gentechnik. Also vielleicht noch richtiger Schweine mit Kartoffeln. Hätte man vielleicht ein Schwein, das nach Kartoffeln schmeckt, oder Kartoffeln, die nach Schweine schmecken, ja. So hätten wir diese Möglichkeit, das ist eine Theorie. Aber da muss man sich immer überlegen, ob das alles, was in der Theorie drin ist, sich auch umsetzen lässt. Und vielleicht, da fangen wir schon an. Wir fangen damit an, zu diskutieren, ob das, was in der Theorie ist, sich auch umsetzen lässt. Oder das, was da erwartet wird, von einer Hypothese, die man stellt, die theoretisch ganz gut logisch zu verstehen ist und sich vielleicht auch deshalb so gut verstehen lässt, weil sie versucht, eine Antwort zu geben für Probleme in der Landwirtschaft, die wir im Laufe der Zeit entwickelt haben. Wegen der Art und Weise, wie wir auch Landwirtschaft produziert haben. Also gehen wir mal davon aus, wenn wir eine lange Zeit mit Monokulturen arbeiten, ich sage mal, wenn wir nicht die Fruchtfolge haben und diese gleichmäßige Pflanze, also ich sage mal, dieselbe Pflanze jährlich haben und fast nur diese Pflanze, ich übertreibe jetzt mal, aber das ist das Beispiel Brasiliens, auf 280.000 Hektar Soja anbauen und das nach Jahrzehnten, dann haben wir eine größere Anfälligkeit für Schäden. Durch diese Gleichförmigkeit. Und das ist eine Erkenntnis in den Naturwissenschaften. Und damit wir da zurechtkommen können mit diesen Schädlingen, haben wir vielleicht bei der Gentechnik eine Chance gesehen, diese Schädlinge zu bekämpfen. Wie man das dann schafft? Man schafft es durch den Einbau eines Genkonstruktes von einer Bakterie, zum Beispiel Bacillus thuringiensis, das sind so die berühmte BT-Pflanzen, durch zunächst Enzymen, die das Genkonstrukt ausschneiden aus der Bakterie und durch Bodenbakterien, Agrobacterien tumefaciens, schafft man es, ein Gen, eine Leitung zu konstruieren durch eine Bodenbakterie, damit diese das Genkonstrukt aus der Bakterie Bacillus thuringiensis in eine Maispflanze drin ist, in jede Zelle, und dann ein Toxin produziert, was schädlich ist, zum Beispiel für den Maiszweig. So schafft man es, Maispflanzen zu haben,
die in der Lage sind, ein Toxin zu produzieren, um Maiszinsel zu bekämpfen. Denn Maiszinsel haben wir bei uns ja nicht, sondern wir haben andere Raupen, zum Beispiel Heerwolle, Spodoptera frugiperda, oder vielleicht Baumwoll-Kapselbohr, das heißt Helicoverpasea. Also dann ist es eine Chance, so gesehen, mit Schädlingen zurechtzukommen in dieser Form der Produktion, die wir seit Jahrzehnten so entwickeln. Vom Anfang an auch gesehen, vielleicht hätten wir dadurch die Chance, ohne Insektizide, also ohne Chemikalien, Raupen zu bekämpfen. Also es ist ja von der Idee her vielleicht eine sehr gute Möglichkeit. Und das ist das, was wir in diesen 18 Sorten haben, die in Brasilien zugelassen sind. Also 18 Sorten von Genmais, die im Anbau sind. Und wir haben jetzt eine neue Sojasorte, die auch diese Insektenresistenz erhalten. Eine andere Möglichkeit, Probleme in der Landwirtschaft zu lösen, die durch eine Art von Landwirtschaft entstanden sind, ist die sogenannte Herbizidresistenz. Vielleicht ist das die bekannteste überhaupt. Aber anstatt, dass man Sojapflanzen, das war ja bei der Soja am Anfang, und bei uns ist es die wichtigste Pflanze, und die dann auch eine Rolle spielt bei den Agrarexporten, also ist bei uns das Hauptexportprodukt Brasiliens. Wir haben davon 81 Millionen Tonnen pro Jahr. Das ist dann nicht wenig. Und dann muss man sagen, Brasilien ist der zweitgrößte Sojaproduzent der Welt, aber auch gleichzeitig der größte gentechnisch freie Sojaproduzent der Welt. Wir haben von den 81 Millionen Tonnen noch 16 Millionen gentechnisch frei. Ich sage jetzt noch, weil es mehr werden. Also wir werden bestimmt viel mehr gentechnisch freie Soja haben, denn in manchen Gebieten Brasiliens nutzt man dann jetzt die Chancen, gerade gentechnisch frei exportieren zu können. Naja, vielleicht aus der Gentechnik eine andere Chance gesehen. Aber wichtig bei dieser Herbizidresistenz ist es ja, dass anderes als bei dem Konzept der insektenresistenten Pflanzen, die man als Giftpflanzen bezeichnen könnte, denn man hat in jeder Zelle dieser Pflanze ein Toxin drin, egal ob es Schädlinge gibt oder nicht. Man weiß auch nicht genau, wie viel Toxin da drin ist. Wichtig ist zu sehen, dass es die ganze Zeit da ist, dieses Toxin. Das hat dann auch Konsequenzen. Ja? Und der Maiskorn nachweisbar? Ja, nicht nur bei Maiskorn, sondern auch bei anderen Produkten, die vom Mais. Maisbeer oder praktisch mit Toxin gefüttert? Ja, eigentlich schon. Dann würde ein Kollege von mir, der Entomologie studiert, sagen, das ist aber nicht mein Bereich. Denn ich beschäftige mich mehr mit Raupen, also Lepidoptera. Ich habe noch nicht mal was mit Käfern zu tun. Also viel weniger mit Schweinen, noch mit Kühen oder Menschen oder Hühnern. Also das ist jetzt nicht die Frage, die ich als Wissenschaftler beantworten kann. Ich bin spezialisiert auf Genmais und Genmais hat mit Raupen zu tun. Als ob man den Mais anbauen würde, damit die Raupen nicht fressen. Ja? Und vielleicht gibt es nicht mal die Raupen. Ja? Aber es könnte ja dazu kommen. Das muss man sich schon mal vorbereiten. Ja? Das könnte ja sein. Das ist die Antibiotika, heute, weil ich vielleicht nächste Woche krank werde. Ich stelle mir aber nicht die Frage, ob es dann noch nutzt. Oder vielleicht, ob es dann noch will. Also das sind ja schon Fragen, die man stellt, also diese kritischen Fragen. Wir sind ja nicht der Wunsch bei der Diskussion, bei diesen Gentechnik-Befürwortern. Weil man ja davon ausgeht, das wird ja funktionieren. Unabgesehen von der Erfahrung der Bauern. Also Berichten aus Brasilien sind da nicht so toll. Zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen, dass es schon nicht mehr funktioniert. Und warum es nicht mehr funktioniert, müssen wir dann auch verstehen. Ganz einfach aus dem Grund, dass es Raupen gibt, die eine Resistenz entwickeln gegen dieses Toxin. Gibt es schon? Ja. Wollen Sie sehen, wie sie aussieht? So groß. Das ist das erste Mal.
in Brasilien bekannt ist unter dem Namen Baumwollkapselrolle. Kennen Sie so eine Raupe? Baumwollkapselrolle. Helicoverpa anigena. So heißt die. Die frisst den Mais, hier den Genmais, den BT-Mais. Und dann müssen die Spezialisten jetzt mal sagen, sie beschäftigt sich ja mit Raupen. Was ist da passiert? Die haben keine Ahnung. Sie sind Spezialisten? Für Mais. Nicht nur für Mais, sondern für diesen Mais. Sogar. Das ist ja nur eine bestimmte Sorte. Und dann machen wir für dieses Toxin und für dieses Toxin in Bezug auf Raupen. Also nicht auf Käfer. Ich habe mir die Frage ganz richtig gestellt. Warum werden wir diese Raupen resistent? Es gibt da mindestens drei Antworten. Eine, der Gentechnikbefürworter. Meine Kollegen in der Biosicherheitskommission, die dafür gesorgt hatten, ihn zuzulassen. Also diese Sorte zuzulassen mit der Hoffnung, diese Raupen zu bekämpfen. Die kommen auf eine tolle Idee. Es sei Biopiratik. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Es gäbe Leute, die würden da herumreisen und bringen solche Insekten nach Brasilien. Aus Indien zum Beispiel. Da gäbe es weiter. Das sei schlimm für Brasilien, weil ja, jetzt haben wir neue Schilder. Was Sie vielleicht nicht wussten, ist, dass diese Raupe eigentlich die Farbe wechselt und die sieht vielleicht zum Beispiel so aus. So haben wir schon mit dieser Raupe seit Jahrzehnten zu tun. Wenn wir sie mit einer anderen Farbe sehen, das ist etwas wie ein Chamäleon. Also war es nicht gerade die Farbe, ist es eine ausländische Raupe. Jetzt haben wir doch festgestellt, es handelt sich um Helicoverpa anigena. Und warum sollte eigentlich jetzt Bioperaterie hier am Werk sein? Weil es gibt nur ein Spritzmittel, um sie zu bekämpfen. Nämlich Emamectin-Benzoat. Wird in Europa unter der Marke Afirma oder Revive in der Schweiz zum Beispiel angeboten. Ich weiß nicht, ob es in Deutschland zugelassen ist. In jedem Fall wird es von einem Schweizer großen Pharmakonzern produziert mit dem Namen Syngenta. Und wer sich jetzt auskennt in der Geschichte des BT-Maises, weiß, dass es schon 2002 in Deutschland einen Versuch gegeben hat, zugelassen damals vom Roland-Koch-Institut, weiß nicht wie die das hingekriegt hatten. Die hatten mal versucht mit diesem Mais BT176, das war einer der ersten BT-Maise, mit dem man mal probieren hat, wie das funktionieren soll. Sie kennen, das ist ja auch der Fall Gottfried Glöckner zum Beispiel in Hessen, der darüber berichtet hat, dass er da Probleme mit den Kühen hatte, weil er diesen Mais gefüttert hatte. Nicht nur diesen Mais gefüttert, er hatte fast nur diesen Mais gehabt, hat alles umgestellt auf Genmais, diesen Mais gefüttert und dann nochmal den Mist, ne? Auf das Feld gebracht und dann nochmal wieder gefüttert und hin und her, also dieses Toxin nochmal potenzialisiert. Und das ist vielleicht das einzige Beispiel, was wir so haben, um zu sehen, ja, was würde da passieren, wenn so viel Toxin da ist und das dann nochmal so nach oben fahren wird. Das ist mal eine Erfahrung gewesen. Ich komme aber wieder auf mein Argument zurück. Ne? Es könnte ja dann die Verschwörungstheorie von Syngenta bestehen. Also von Syngenta, über Syngenta. Also es würde ja eigentlich Syngenta interessieren. Ne? Denn nach langer Zeit Forschung hatten wir es ja geschafft, vielleicht den Mais ohne Insektiziden zu bekämpfen und jetzt nur noch mit Emamectin dazu. Denn alle anderen Spritzmittel taugen nicht mehr. Das Schlimme ist auch, dass er nicht nur, dieser Raupe frisst ja nicht nur Mais. Frisst alles, was drin ist. Soja, sogar Unkraut, alles. Und nur in der letzten Ernte hat es einen Schaden von 800 Millionen Euro nur in einem Bundesland eingerichtet und ist jetzt eine Notsituation ausgerufen worden von der brasilianischen Regierung in der letzten Woche. Und es sind in anderen 11 Bundesländern schon zu finden, diese Raupe.
dann stellt man sich die Frage, naja, war es doch nicht die Lösung dieser BP-Mais? Was ist da jetzt los? Wäre es dann wenigstens ein Käfer oder eine andere Form von Insekten? Nein, eine Raupe. Genau gegen Raupen war doch diese Toxin gerichtet. Jetzt müssen wir das verstehen natürlich als Wissenschaftler. Denn von der Theorie her ist es ja ganz toll. Wir haben einen Mais produziert, der so toll wirken sollte, damit man Probleme in der Landwirtschaft lösen kann. Jetzt haben wir mit einer super Schädling zu tun. Das ist ja eine Erklärung dieser Biobedaterie-Geschichte, das ist nicht meine Erklärung. Das wäre ja auch etwas einfacher. Also wie kommt es dazu, dass plötzlich in 11 Bundesländern, was ist das dann? Also es ist ja groß Brasilien. Es geht nicht so schnell. Ja? Und diese Raupe war aber auch schon vor dem Mais da. Man hat ja schon vor dem Mais verschiedene Pflanzen gefressen. Ja. Aber sie war nicht so, nicht so. War nicht als Schädling bekannt. War nicht als Schädling. So in der Form nicht. Das ist so irgendwie Tatort. Naja, deswegen kommt man auch so Verschwörungstheorie. Ja. Es gibt eine andere Theorie, die wird vertreten vom brasilianischen Agrarministerium, also vom brasilianischen Landwirtschaftsministerium, wird eine Hypothese gestellt, also eine Antwort gegeben. Es gäbe ja einen Fressfeind, der diese Raupe frisst. Damit man das wissen kann, musste man ja schon sagen, hatten wir ja schon die Raupe vorher. Also wir wissen das, ne? Also das Ministerium von Landwirtschaft weiß es, dass es die Raupe schon gegeben hat, war aber nie so ein Schädling, war auch anderer Farbe, Wechselfarbe, okay? Es gibt der Heerwurm. Hat sich da vorher genannt, oder? Heerwurm, Spodoptera fugipelda. Was ist mit dem passiert? Haben wir fast ausgelöst. Weil wir ja ihn vernichtet wurden. Wir haben ihn als Schädling bezeichnet. Und jetzt wird er wieder als Fressfeind von der Baumwollkapsel gesehen. Also die Chance, die wir hätten, durch einen Fressfeind, der eigentlich ein Nützling ist, diese Raupe ohne Gift zu bekämpfen und ohne Insektiziden, haben wir selbst verschwendet. Durch Bedingungen. Das ist jetzt die zweite Theorie. Wir können da noch ganz viele Theorien formulieren, ne? Sie können ja mal helfen. Ne? Wir müssen ja mal sehen, was dazu führt, dass diese Raupe jetzt da so schlimm ist. Es gibt eine Theorie, die eigentlich wissenschaftlich ist, weil die auf wenigstens auf den Wissenschaftsstand der Biologie basiert, die aber wiederum von den Molekularbiologen nicht akzeptiert wird. Das ist sehr erstaunlich. Nämlich, dass es immer wieder in der Natur Lebewesen gibt, in Tausenden von solchen Augen, dass sich eine mutiert. Das war ja die Mutation, die es immer gegeben hat. Die genau die Befürworter der Agro-Gentechnik sagen, das hat es schon immer gegeben. Ja, ja. Aber nur die Mutationen, die sich anpassen konnten, sind vorgegangen. Naja, hier haben wir das. Wir haben hier da Tausende, ich weiß nicht wie viele, eine Raupe von diesen gehabt. Wenn man genau wüsste, wer von diesen hätten wir ja die zerstört, dann wie soll man das wissen? Und das Dumme ist ja, dass gerade die Lebendgebliebenen sich dann reproduzieren, nicht die Toten. Also diese einzige da, die vielleicht gar kein Schädling war, aber das Zeug war die ganze Zeit da. Dieses Toxin war immer da, ne? Seit Jahren. Es kam nicht zum Schädlingbefall und jetzt haben wir eine Entwicklung von einer Raupe, die resistent geworden ist gegen dieses Toxin, genauso wie es Raupen gibt, die sich gegen bestimmte Spritzmittel und Insektiziden resistent machen. Ja, eigentlich ist es auch logisch. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass diese Theorie ausreichend ist. Denn wir brauchen hier viel mehr Studien. Also wir müssen überhaupt verstehen, warum ein Maiszinster zum Schädling wird. Oder warum diese Raupe zum Schädling wird. Die Frage wird ja nicht gestellt. Also das wäre die Frage, wo ist der Schlüssel, ne? Ja, okay. Davon gibt es kein Wissen.
Es geht eher nicht um zu sagen, um zu forschen, wie können wir diese Raupe jetzt vernichten. Das ist das Licht. Und dann haben wir immer wieder Licht und finden den Schlüssel nie mehr. Also es gibt immer wieder Raupen und Schädlinge und Reaktionen der Natur, die es schwieriger machen, mit dieser Technik voranzugehen. Ja? Ich glaube, mich zu erinnern, dass es bei uns, dass die geht, wer geht nicht anbauen wollte, der hat immer nur 75%, glaube ich, anbauen dürfen und 25% musste konventionell gemacht werden. Ja. Damit wahrscheinlich der Bestand an Maiszinsen es immer ein paar gibt, die so bleiben, wie sie vorher waren, und sich immer wieder einkreuzen, um das zu verhindern, um solche Resistenzbildung. Ist das der Grund, warum er das gemacht hat? Rückzugsraum heißt das. Ja, Rückzugsraum. Resistenzmanagement. Ja. Damit es ja nicht andere werden. Ja. Das heißt aber auch wiederum, der Bauer war ja schuld dann. Warum hat er nicht diesen Rückzugsraum eingehalten? Aber das wär, das, ja. Auf der anderen Seite soll der Bauer immer mehr produzieren und die Anbaufläche sogar erweitern. Und jetzt soll er einen Teil der Fläche nicht mehr anbauen mit diesem Mais, sondern mit einem anderen, der angeblich schlechter sein soll, indem der die Unkräuter und alles wachsen soll. Ja? Ist ja toller. Dann macht der Bauer das nicht, sondern er macht genau das, was hinter dem Konzept steht, eher immer mehr zu produzieren und die Fläche zu erweitern. Jetzt soll er sie verringern. Aber die Antwort ist immer noch ein Teil des Problems. Denn dieser Rückzugsraum wird jetzt empfohlen als Lösung, als Teil der Lösung, auch damit, nicht nur damit wir es schaffen, dass wir wieder Raupen haben, die nicht resistent sind gegen diesen Mais, und die sich dann auskreuzen, das ist ja biologisch möglich. Das ist das Konzept, das dahinter steckt, damit wir die Wahrscheinlichkeit der Resistenz verringern. Und gleichzeitig auch vielleicht einen Lebensraum vor den Heerwurm und anderen potenziellen Fressfeindschaften. Naja, aber allein das ist auch immer noch zu wenig. Denn es geht ja jetzt darum, die Ernte herzulegen. Ja, Sie haben ja, Entschuldigung, am Anfang gesagt, dass die Landwirtschaft so gemacht würde, wie wir sie am Anfang auch immer gemacht haben. Das ist ja bloß logisch. Klar, logisch ist das alles. Das Problem ist, ob das jetzt nachvollziehbar ist, was ich hier so rede. Naja, ich werde dann einen Schritt weitergehen und sagen, hier gibt es ein Problem. Imamentin Benzoat ist jetzt die Lösung, um diese Ernte zu retten, sozusagen in der Notsituation. Das Problem ist, Imamentin Benzoat ist verboten. Jetzt ist das Problem, dass Imamentin Benzoat verboten ist. Ist das eigentlich das Problem oder ist das wieder ein Teil des zukünftigen Problems? Denn wir werden ja jetzt wieder feststellen, es gibt Licht. Ne? Den Schlüssel haben wir noch. Aber wir suchen mal hier weiter. Ne? Jetzt hauen wir wieder immer mit Nierenbenzoat rein. Dann haben wir ja immer noch das Problem, dass in ein paar Jahren diese Raupe gegen dieses immer mit Nierenbenzoat auch resistent wird. Also wir werden hier mit mehr Licht immer mehr Probleme schaffen. Okay? Also den Schlüssel werden wir gar nicht. Vielleicht noch schwieriger. Das würde vielleicht die Verschwörungstheorie nochmal verstärken. Warum ist überhaupt diese Gift verboten? Weil es ein Nervengift ist. Das Ministerium für Landwirtschaft in Brasilien hat den Import zugelassen, übernimmt aber nicht die Verantwortung für die Auswirkungen auf Tiere, auf Menschen. Wer soll das übernehmen? Ja, klar. Die haben das Problem doch verursacht, oder? Warum sollen sie sich jetzt nicht darum kümmern, die Verantwortung zu übernehmen, für die Lösung, die die Regierung jetzt anbietet? Das klingt doch auch logisch, oder? Ja, klar, immer, ne? Am Ende soll der Bauer immer schuld sein. Also das ist so die Theorie am Ende, weil eigentlich hier dann wieder mehr Medikamente gekauft werden können, um sich wieder diese technischen Problemen
Krankheit ein technisches Problem. Ja, und wer sind dann die Pharmakonzerne? Wer hat eigentlich diese Mais entwickelt? Wer ist jetzt, der das Patentrecht hat hier, jedes Jahr für Saatgut so viel mehr zu bekommen, mit der Hoffnung, eine tolle Technik entwickelt zu haben, für die der Bauer gezahlt hat und im Vertrag auch drinsteht, was das jetzt wirken soll. Jetzt wirkt das Zeug nicht. Wer übernimmt jetzt die Verantwortung für das Scheitern dieser Technik? Also da müsste man auch die Wissenschaft verfragen. Das ist ja toll, da so herumzuspielen. Freiversuche und alles. Aber es kann doch nicht sein, dass die Wissenschaftler jetzt sagen, der Bauer ist schuld und ich habe damit nichts zu tun. Das ist für mich so ähnlich, wie ich schieße auf einen zu und der Erschossene muss jetzt beweisen, dass er nicht schuld ist. Oder vielleicht sagen wir es noch toll, die Waffe war schuld. Gibt es doch nicht, oder? So ähnlich ist es hier. Und wenn alle Felder in der Nachbarschaft kontaminiert wurden durch diesen Mais, der gar nicht angebaut wurde, soll der Bauer jetzt auch die Verantwortung dafür übernehmen? Jetzt sollen auch die Bauern zahlen, die gar keinen Genmais angebaut haben. Ist es dann so? Und wie soll man jetzt dieses Spritzmittel einsetzen? Das kann ja keine Vorschrift geben, ne? Weil sonst würde man ja schon die Verantwortung übernehmen. Also es ist sehr kompliziert, hier aus dem Problem wieder herauszukommen. Das Merkwürdige ist, ich habe ja hier 5 Jahre in Deutschland gelebt. Ich war so oft auf Podiumdiskussionen, auch hier in dieser Höhe, als der so berühmte Monat 110 hier bei Feldversuche durch Inoplanta und so weiter immer wieder propagiert wurde als Lösung gegen Check, gegen den Maisdruck. Ich hatte mal eine sehr schöne Diskussion in Kitzingen. Denn in Kitzingen, im Norden von Bayern, die Bayern wollten das Zeug ja nicht, aber im Norden gab es da einen Bauer, der hat immer dafür plädiert, dass die Region dort den Maiszinsler bekämpfen sollte, wenn er vielleicht mal zum Schädling wird. Ne? Also so präventiv. Ne? Und da gab es mal einen Professor, einen Herrn aus Hannover, der hat dann dafür plädiert, BT-Mais sei die beste Lösung. Die Diskussion lief aber ganz anders. Man sollte Fruchtfolge haben, man sollte die Reste des Maises zerstören, damit man es nicht ermöglicht, dass der Mais sich vermehrt. Man sollte eine Reihe von Möglichkeiten haben. Und je mehr Alternativen wir haben, umso mehr Chancen haben wir, den Schlüssel zu finden. Es könnte ja sein, dass einer von denen falsch ist. Kombinieren wir dann doch mehrere. Was war aber das Entscheidende? Bacillus thuringiensis hätte ja hier auch eingesetzt werden können. Im Schädlingsfall, aber nicht präventiv. Jetzt gar nicht mehr. Jetzt haben wir die letzte Chance verschwendet und neue Probleme geschafft. Also es ist alles in dieser Logik, das so zu denken, dass die Wissenschaftler, die hier damals dafür plädiert hatten, auch vor den Diskussionen, dass man diesen Mais unbedingt braucht und die werden das jetzt wieder tun und das ist immer noch derselbe Mais. BT-Pflanzen, das ist kein anderer, der jetzt kommen soll. Sie haben immer gesagt, dass sowas nicht passieren würde. Sie haben das sogar garantiert. Und das Schlimme ist ja, wenn ein Wissenschaftler etwas garantiert, sollte man dem gar nicht mehr glauben. Denn ein Wissenschaftler darf das ja gar nicht sicher sein. Wenn es sicher ist, vertretet er was anderes als Wissenschaft. In der Wissenschaft gibt es nur Wahrscheinlichkeiten. Sicherheit nicht. Wenn man sich so sicher ist, dass etwas nicht passieren kann, und wenn jetzt es schon passiert ist und man immer noch versucht zu sagen, es gäbe es ja gar nicht. Es hat es ja schon in den USA gegeben, es hat es schon in anderen Ländern damals gegeben. Jetzt kann ich aber sagen, es gibt es in meinem Land. Also jetzt kann ich sagen, das ist erfahren. Ich kann jetzt auch sagen, ich bin in der Biosicherheitskommission, die 18 Sorten von diesem Mais zugelassen hat. Und auf welche Studien haben sie basiert? Ausschließlich auf Studien von den Konzernen, die dieses Zeug auf den Markt bringen wollten. Keine Ahnung. Das war die Sicherheit. Jetzt muss man sich mal vorstellen, ein Chemiekonzern setzt so stark auf den
auf die Erweiterung der Industrie Giftproduktion. Man sollte sich nicht vorstellen, dass immer mit Gimbensort nicht in dieser ganzen Zeit produziert wurde. Oder man sollte sich auch nicht vorstellen, dass die anderen Pestizide jetzt nicht mehr produziert werden. Dieselben, die da so viel Geld in die Produktion von Pestiziden gesteckt haben, waren dieselben, die in die Öffentlichkeit gegangen sind und gesagt haben, wir werden die gar nicht mehr brauchen. Die haben ja jetzt gentechnisch veränderten Mais, der gar keine Insektizide mehr braucht. Also, das ist aber auch noch nicht so schlimm. Vielleicht ist das Schlimmste, dass viele Menschen das geglaubt haben. Was eigentlich unlogisch ist, oder? Wenn ich jetzt Vertreter eines Chemiekonzerns bin, und viele Wissenschaftler sind es ja auch indirekt, ich würde jetzt nicht nur sagen viele, die meisten, und dann stelle ich mich so hin und sage, dass ich mich freue, dass wir weniger Pestizide brauchen. Also so ein Mensch müsste ja gekündigt werden in so einem Konzert, oder? Also die macht doch Werbung gegen unser Geschäft, oder? Also das kann doch nicht stimmen. Also das ist jetzt ein Problem. Darüber könnten wir jetzt den ganzen Vortrag. Das ist aber nicht das Einzige. Wir haben eher mit einer anderen Entwicklung zu tun, die jetzt mit dieser kombiniert wurde. Das ist die sogenannte Herbizidresistenz. Und die ist ja nochmal erstaunlich anders aufgebaut worden. Wenn die Bauern sich gewünscht hätten, resistenten Sorten auf dem Markt zu haben, die jetzt, auch wenn es Unkräuter gibt, es nichts ausmachen. Nein, wir haben keine resistenteren Sorten entwickelt, die gegen Unkräuter besser konkurrieren können. Es wurden Sorten entwickelt, die es ertragen können, dass man Glyphosat auf sich spritzt. Das ist schon mal was anderes. Also hier kann man ja nicht sagen, man würde ohne Pestizide auskommen. Die Argumentation war aber anders. Hier würde man mit Glyphosat zurechtkommen und das sei ja gar kein schlimmer Gift. Da erinnere ich mich noch ganz gut, vor 2 Jahren hatte ich einen Vortrag in Kiel und da hat sich ein Professor sehr aufgeregt, als ich dort an der Universität Kiel war, und er hat die Veranstaltung zunächst boykottiert und später hat das Norddeutsche Fernsehen mich angerufen und da war ich schon in München, habe ich dort noch ein Interview gegeben aus Bayern, Bayerischen Fernsehen. Was heißt das dann, wenn wir hier in Europa Soja kaufen, bei denen Rückstände von Glyphosat drin sind. Was heißt das, wenn wir diese Pflanzen an Kühen, Schweinen und Hühnern füttern? Vielleicht, was heißt das, wenn wir jetzt Fleisch, Eier und Milch von Tieren aufnehmen? Da gibt es ja auch noch eine schöne Gesetzlücke, da braucht man nicht Kennzeichnung. Und das war vielleicht so skandalös, dass ich gesagt habe, dass die Sojapflanze, die aus Brasilien nach Europa exportiert wird, 14 bis 33 Milligramm Glyphosat pro Kilo wert hat. Ich sagte aber, wenn wir sie exportieren, wenn wir sie abschicken am Hafen von Paranaguá, einer der letzten Brasilien, die damals auch in der Lage war, gentechnisch frei zu exportieren. Dort hat es ein Wissenschaftler gegeben, der hat dann mal gemessen, wie sieht es dann aus mit unserer Soja? Dann hat er das festgestellt. Ich habe ja nicht behauptet, dass die Soja hier so ist. Ja? Denn es gibt ja keine Studie hier. Warum es diese Studie nicht gibt, dann muss man hier vielleicht eine Antwort geben. Also seitdem man gentechnisch veränderte Soja auf riesigen Ländereien auf 24 Millionen Hektar in Brasilien anbaut und diese Soja nach Europa exportiert wird, sind Wissenschaftler hier in dem Land noch nicht auf die Idee gekommen, oder vielleicht hat die Regierung es auch gar nicht unterstützt, also kein Licht gewesen, um zu sehen, wie viel Rückstände von Glyphosat in dieser Soja drin ist. Denn es könnte ja wissenschaftlich sein, das ist eine Wahrscheinlichkeit,
dass das nach 14 Tagen Verschiffung anders aussieht als ihr. Naja, ich kann ja nicht behaupten, die Soja wäre hier so gefüttert. Kann ich ja nicht, Tage, ne? 14 Tage soll ja ausreichen zum Abbau. Ja. Also ich war 15 Jahre, wenn ich was weiter nach Fünften gefahren bin, in der Landwirtschaftsprofessor, in der Ortsunterversuchstation oben im Norden gefahren, und ich oben im Norden. Und da wurde also mit Glyphosat rumprobiert. Und da haben wir dann kritisch nachgefragt, und da hat er uns versichert, dass also dieses Glyphosat in 14 Tagen mit Kohlendioxid in Wasser abgebaut ist. Ja, aber wie ist das Wasser jetzt in einem Glasschiff? Ja, nein, von dort ist auch nicht gesagt. Die haben uns das wirklich erzählt. Ja, ja, ich weiß. Überzeugt. Im Anbau. Im Anbau, ja, man spritzt Glyphosat drauf, dann in 14 Tagen wird sich das alles abbauen. Das ist aber nicht im Schiff gemeint. Ne? Also 14 Tage Verschiffung, es kommt hier an. Es wird hier verfüttert. Wie viel Glyphosat ist da drin? Die einzige Antwort, die ich bisher bekommen habe, nach so vielen Vorträgen, in denen ich es immer wieder betont, die einzige Antwort war folgende. Und das war dann auch bei dieser Auseinandersetzung, bei diesem Bericht. Jetzt gibt es ja ganz viel zum Glyphosat, ne? Im Fernsehen. Ich glaube, ständig wird über Glyphosat berichtet. Ne? Damals war das erstaunlich, weil Glyphosat sei kein Gift, sei nicht zu schlimm oder so. Dann könnte man sogar trinken, dann sage ich auch immer, kann man soll es aber. Wichtig ist es, was war die Standardantwort? Es liege unter der Rückstandsgrenze, die hier erlaubt. Jetzt raten Sie mal, wie viel ist seit dieser Rückstandsgrenze? Mir wurde es gesagt, 20 Milligramm pro Kilo. Das ist viel. Kennen Sie das viel? Ja. Na ja. Gehen wir mal in die Geschichte etwas zurück. 2004 haben wir diese Soja erst zugelassen. Das ist eine Soja, die sieht genauso aus wie andere Sojapflanzen. Man kann das so visuell gerne unterscheiden. Eine Möglichkeit zu sehen, es sollte eigentlich nicht so aussehen. Es sollte eigentlich, ich nehme mal ein schönes Bild von Soja, die eigentlich noch mit weniger Unkraut zu sehen ist. Das zum Beispiel. Es sollte eigentlich so sehen. Super, ja? Nur Soja, kein Unkraut. Und sauber gewachsen. Alles grün, schön, nur eine Pflanze. Und ein Dreieck dort auch noch. Also, man würde hier es schaffen, Glyphosat auf die Soja zu spritzen. Das Unkraut ist tot. Es ist ja kein schlimmer Gift, angeblich. Und kein Problem mehr. Es ist billiger, nicht so giftig oder weniger giftig. Und man hätte hier nicht mehr Probleme bei der Unkrauterkennung. Toll, oder? Super. Weniger Betriebskosten, weniger Pestizideinsatz, alles toll. Vielleicht hat Monsanto das auch zugunsten der Bauern entwickelt, also wird gar nichts jetzt kosten so groß. Dachte man sich, ne? Die machen das zugunsten des Bauers. Ne? Die wollen ja mal helfen. Das ist ja nicht schlecht, oder? Sehr sozial. Ja, sehr sozial. Sozialverantwortung meistens, ne? Des Unternehmens. Sie machen das mal. Ja, was auch. 5 Jahre ohne Lizenzgebühr. Kostenlos. Eingespult aus einem Grün. Die Soja hieß damals Maradona. Als sie kleiner war als die anderen Soja aus Brasilien, weil die waren eingespult, nicht angepasst an unsere klimatischen Dinge. Obwohl es ja nicht so weit ist, aber das Gebiet an der Grenze ist ja nicht mit Soja bewirtschaftet gewesen. Zweitens, eigentlich Maradona. Das dritte ist aber erst später gekommen. Es sei eine süchtige Soja. Man braucht immer mehr Pestizide. Nicht nur ein Liter pro Hektar, wie vorgesehen ist. Das ist ja vorgeschrieben nach der fachlichen Praxis. Ein Liter pro Hektar, okay? Vor der Aussaat, im Kraut vernichten, direkt draufsehen, es geht weiter. Jetzt hat man die Chance, auf die Soja zu spritzen, das heißt zur 2 Liter. Wir bringen jetzt nicht diese Technik verschwenden. Ne? Vor der Aussaat macht man es, und dann macht es auch nach der Aussaat. Jetzt nochmal eine Erkenntnis. Anders als die selektive Herbizide, die keinen zerstören konnten und zu bestimmten Pflanzen gerichtet waren, auch bestimmten Pflanzen, handelt es sich hier auch um ein Totalherbizid. Also ein Unkrautvernichtungsmittel, das fast alles töten soll. Fast so wie die Raupen, die
gemeldet hat. Das ist vielleicht die beste Unkrautverkämpfungs- Alternative. Ne? Also die können wir auch einsetzen. Das Problem ist, ich bin jetzt nicht bei, was Soja ist und was Unkraut ist. Ich kann ja nicht unterscheiden. Naja, wenn wir jetzt sehen, was damals vorgesehen war. Ein Liter pro Hektar ist die fachliche Praxis. Es war nach wissenschaftlichen Studien vorgesehen, dass man dabei Rückstände hat. Warum gibt es überhaupt diese Rückstände? Weil Glyphosat ja der Wirkstoff ist, der gemessen wurde im Labor, sei nicht zu viel. Damit aber dieser Wirkstoff wirkt, braucht man einen anderen Zusatzstoff, nämlich Tallowamin. Tallowamin reduziert die Spannung der Oberfläche eines Gewebes, damit der Wirkstoff eindringen kann. Sonst würde er nicht funktionieren. Tallowamin ist jetzt das Wichtigste, wird aber nicht so erwähnt. Das wird immer vom Glyphosat gesprochen. Also es handelt sich jetzt nicht um Glyphosat an sich, es handelt sich um die Formel, die auf dem Markt ist, damit man ihn auch einsetzen kann. Die Wissenschaftler werden dann sagen, nein, mein Gebiet ist Glyphosat nicht, hat damit nichts zu tun. Aber eigentlich ist es so, dass Tallowamin verboten wurde in Europa. Man weiß über die Wirkungen, besonders krebserregende, also es kann Krebs verursachen, Tumoren, Karzinomen, es kann die Wahrscheinlichkeit zu Reproduktionsproblemen erhöhen, das kennen wir. So hat Europa sich entschieden, kein Tallowamin mehr zuzulassen bei diesen Marken von Glyphosat, obwohl man durch Schmuggel wieder reinbringen kann, zum Beispiel in Brasilien ganz oft so. Man kauft billigere Zeug von Glyphosat. Ja? Ist ja auch so, man soll ja Kosten sparen. Ne? Und dann haben wir in Europa mit einem anderen Zusatzstoff zu tun, das ist das sogenannte Polyethylenoxylamin. BOEA bekannt auch für dieselbe Wirkung, nur nicht so schädlich. Naja, jetzt ist sogar das Verbot schon von vielen Ländern, die wollen alle Formen von Einsatz von Roundup, also von diesen Formen von Glyphosat, die auf dem Markt sind, Roundup ist erwähnt, das ist eine von Monsanto, war Patent, die ganze Zeit, nur von Monsanto konnte dann beide das kombinieren, Saatgut und Herbizid. Da hatten wir schon mal wissenschaftlich gewusst, dass bei der gentechnisch veränderten Soja durch den Effekt von Tallowamin das Glyphosat auch eindringt in diese Pflanze. Das heißt ja nicht, dass es dieser Pflanze nicht schadet. Das heißt nur, dass diese Pflanze in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln, weil man durch den Einbau eines Teiles von einer Bodenbakterie, die resistent ist gegen Glyphosat, es geschafft hat, denn die Hemmung des Aminosäurewechsels aufzulösen. Das heißt aber immer noch nicht, dass Glyphosat nicht eindringt. Also die Pflanze nimmt den Glyphosat, das Glyphosat auf, es ist in der Pflanze, aber die Pflanze wächst weiter. Was passiert jetzt, wenn wir einen Mais haben, der diesen Glyphosat aufnimmt? Und wir füttern. Das heißt, wir haben jetzt Rückstände von Glyphosat in der Pflanze. Wir haben das auch in den Körnern. Deswegen hatten wir ja eine Rückstandsgrenze. Wenn wir 1 Liter pro Hektar gespritzt hätten, wie die fachliche Praxis es uns auch vorschlägt. Ich war ja Agrarberater, damals Giftverkäufer, ich weiß ja noch ganz genau, dass man nicht mehr als 1 Liter pro Hektar spritzen sollte. Später komme ich nochmal auf diese Frage, warum nicht. Und dann hat man bei der Zulassung damals die Rückstandsgrenze erhöht, ohne eine Rücksicht zu haben, ob das überhaupt von der Gesundheit her oder von der Schädigung auf Gesundheit und Umwelt sinnvoll wäre. Damals war die Rückstandsgrenze 2004 bei der Zulassung dieser Soja 0,2 Milligramm pro Kilo. 0,2 heißt 100 mal weniger, als in Deutschland gesagt wurde, es sei die Rückstandsgrenze. Hier. Und man hat es in Brasilien auf einmal auf 50 mal erhöht. Also die Hälfte von dem, was man immer in Deutschland gesagt wird. Bei uns liegt die Rückstandsgrenze bei 10 Milligramm pro Kilo. Man wusste es ja.
dass man mehr spritzen kann. Es ist aber logisch, oder? Nichts ist vielleicht logischer als das, was man da gemacht hat. Man hat so viel Glyphosat auf der Welt produziert, dass es kein Spritzmittel auf der Welt gibt, das so viel verkauft wird und so viel eingesetzt wird. So spritzt man vor der Aussaat, nach der Aussaat, dann zerstört es nicht alle Keime und das wächst wieder. Und dann spritzt man schon dreimal und dann kommt das Problem erst nach 5 Jahren. Dann haben wir ein paar Unkräuter und das war das vorherige Bild, das ich ja nicht so sagen wollte, weil die Hoffnung war. Dann haben wir das andere Bild hier. Und das Bild hier ist eigentlich einer der aktuellsten Bilder zu Soja in Brasilien. Das sieht dann irgendwie so aus. Also da haben wir eine Pflanze, die auch nicht als Unkraut bekannt war. Kanadisches Berufskraut heißt es. Conisa canadensis. Ja? Unkraut wächst immer in Soja. Raus. Ist völlig resistent gegen Glyphosat. Was macht man da jetzt? Ja? Ja, natürlich, man spritzt mehr, oder? Ja, logisch. Also 4 Liter. Dann kommt die nächste Unkrautsorte, die wird dann auch resistent, die Pomoea SP. Naja, hat auch nicht gewirkt und das ist noch so blöd, die wächst ja genau neben der Sojapflanze, also man kann auch schon nicht hacken. Man hackt die Pflanze nicht ab. Also wächst die ja ganz, also neben der Pflanze. Ganz toll, ne? Und ringelt sich rum, ist da oben und dann wird es so ein Wald von Unkraut und dann zerstört es die Photosynthese, das ist das Schlimmste überhaupt. Keine Sonne mehr für die Soja, Schluss. Da muss man sie ausrotten, das ist ja toll. Anstatt sie auszurotten, geht man da hin und spritzt nochmal um die Versorgung. Je mehr man spritzt, umso mehr Unkraut rein ist es dann. Mehr geht im Boden. Ja, jetzt haben wir nochmal was Schönes. Deshalb haben wir 14 bis 33 Milligramm pro Kilo Rückstände. Das Schlimme bei dem Interview war ja, dass ich sagte 33. Ne? Hätte ich vielleicht 19 gesagt, wäre es ja nicht schlimm. Hätte ich ja nur 14 gesagt, dann liegt das ja unter der Rückstände. Das ist schlimmer. Also gesetzlich vorgesehen, 20 Stunden. Oder? Was macht man mit dem Gesetz hier? Ich erlebe es in Brasilien. Nachdem man die Sachen, die Sorte zugelassen hat, dann kommt das ganz schnell bei der Erhöhung der Rückstandsgrenze. Dann kommt der Druck. Denn man hat es doch schon zugelassen. Was soll das jetzt? Jetzt darf man das Spritzmittel nicht mehr verwenden. Genauso wie bei Glyphosat. Jetzt hat man es mal zugelassen, ne? Vielleicht wird es so sein, und dann 2017 läuft das Zeug ab. Das ist doch blöd, oder? Muss man wieder verlängern, oder? Ist das nicht eine Chance? So gesehen. Und von Bayer, BASF, Syngenta, von den anderen mal gesehen, ist das jetzt ein Problem, dass man 5 Liter pro Hektar Glyphosat spritzt. Sie sagen, das sei ja das Schlimme daran, dass deshalb die Unkräuter resistent werden. Also wer ist da wieder schuld? Ja klar, warum spritzt er so viel? Das ist ja unmöglich. Ey. Man will jetzt Unkräuter bekämpfen, dann spritzt man 5 Liter pro Hektar. Der Argentinier spielt manchmal 14 Liter pro Hektar. Nach Berichten der Bauern da an der Grenze, bei uns. Also 8 Liter im Durchschnitt, bei uns liegt der Durchschnitt bei 5. Naja, was ist jetzt da hier dahinter? Ich könnte hier mal eine Idee haben. Vielleicht ist es hier die Chance, mehr Pestizide einsetzen zu können. Das ist das Erste. Zweitens, Pestizide einsetzen zu können und weiter einsetzen zu können, die vielleicht ablaufen, bei der Zulassung. Und drittens, vielleicht auch nochmal Spritzmittel auf den Markt zu bringen, die schon verboten sind. Ist das nicht auch eine Chance? Das ist doch toll, oder? Wie kann man das schaffen? Das ist doch Sachzwang, oder? Ja, die Lea ist dagegen. In einer Notsituation zu sagen, jetzt verlieren wir die Ernte, oder wir erlauben dieses Spritzmittel. Das macht man nicht. Ja? Das ist so ähnlich wie das Buch, das mal in den 60er Jahren in Afrika geschrieben wurde, von einem damaligen Entwicklungshelfer aus den USA. Ja?
Die haben es aber kritisiert. Das Buch heißt, ist Scheiß oder Stimmt? Was ist schlimm? Naja, das ist immer die Frage, die mir gestellt wird. Was wollen Sie da? Wollen Sie jetzt, dass man hacken geht, oder? Das ist die Frage. Ich erinnere mich noch gut an diese Frage. Damals gab es einen Andreas Bierfelder von Monsanto in Deutschland. Bekannt hier. Er hat mal ein Interview beim Deutschlandfunk gegeben. Ich war dabei. Ich habe das aufgenommen. Da wurde gefragt, was werden Sie einem Bauer empfehlen, wenn diese schöne Sorte, glyphosatresistente Sorte, die Sie da jetzt hier einfügen möchten, wenn es Unkräuter gibt, die resistent sind gegen dieses Spritzmittel, dann sagt er, dann muss man die Wirkstoffe wechseln. Denn Wirkstoff Glyphosat ist. Ja gut, ne? Dann hat der Journalist sich aber gut vorbereitet und festgestellt, dass die meisten Wirkstoffe ja auch schon eine Resistenz hatten. Also, was soll das jetzt? Wir nehmen kein Glyphosat, sondern wir nehmen andere, die auch resistent sind. Damals hat er eine tolle Antwort gegeben. Er sagte, wirklich, wenn es dann so schlimm wird, dass da so ein Pflänzchen stehen bleibt, dann geht der Bauer dahin und hackt dieses Pflänzchen aus. Das ist so ähnlich, wie wenn ich diese eine Raupe finden würde, die da resistent geworden ist. Es ist nicht nur ein Pflänzchen. Das sind ein paar Pflänzchen mehr. Und was passiert jetzt? Tatsächlich muss man den Wirkstoff wechseln. Gibt es da noch einen? Nee, ich wollte vorher den Wirkstoff abschließen. Ja, aber den Wirkstoff, den man jetzt zulassen möchte, war ja verboten. Den man jetzt zulassen möchte, heißt so schön 2,4-Hydrochlorphenoxyessigsäure. Ein Zusatzstoff vom Agent Orange. Entgrabungsmittel, eines der giftigsten Spritzmittel überhaupt, zerstört auch viele Früchte, verhindert die Blüte, viele Früchte, zum Beispiel Weinreben. Ja, was soll man jetzt, ne? Man muss das Zeug doch zulassen, oder? Das ist ja nicht toll. Wir haben jetzt vor der Zulassung einen Orange-Mais und einen Orange-Soja. Das sind Soja, die dreimal resistent gemacht wurden. Mais auch. Einmal gegen Glyphosat, das soll ja alles töten. Das sind alle Töter, tötet nicht alles. Jetzt nochmal gegen nenne ich immer wieder zwei. Gegen Hülsenfrüchte und zwei keimblättrige Pflanzen. Also man hat jetzt eine Resistenz gegen Glyphosat. Der läuft ab, okay. In Brasilien hat es auch. Viele Länder hatten ihn schon verboten. Und dann nochmal Agent Orange. Also mit der Hoffnung, drei Spritzmittel einsetzen zu können. Von wegen jetzt weniger Pestizideinsatz. War das nicht die Rede? Wir haben es hier durch geschafft. Durch gentechnisch veränderten Sorten von Soja. Wir haben 5 zugelassen. Wir haben 18 Sorten zugelassen von Mais. Wir haben es geschafft, dass bei uns der Pestizideinsatz so hoch ist, dass wir eben umgerechnet pro Einwohner als Weltspitze berichten können, 5,2 Liter pro Einwohner pro Jahr. Das ist mehr als Wein. Das ist mehr als Wein? Ja, Brasilianer haben nicht den Konsum von Wein pro Einwohner. Agrargift schon. Das heißt jetzt auch, dass die Gewässer, dass die Lebensmittel vor Ort, alles verseucht ist mit diesen schönen Spritzmitteln. Nicht nur die Kölner, die nach Europa exportiert. Die Fischen, Wasserorganismen und besonders diese Tiere mit dünner Haut. Also Frösche, alles was eine dünnere Haut hat. Der Effekt auf die Haut ist schlimmer.
als wenn sie ihn trinken würden. Also dies mit trinken hat auch noch eine Bedeutung. Also die Haut nimmt ihn eher auf, als wenn man ihn trinken würde. Ja? Ich habe ja vorhin gesagt, 16 Millionen Hektar gentechnikfreie Soja. Da werden ja diese Spritzmittel dann nicht in der Menge und nicht in der Vielzahl angewendet. Das müsste sich doch auch rechnen, also, oder hatten die dann alle per Hand. Also diese Spritzmittel kosten auch Geld. Ja. Dann müsste sich doch eigentlich automatisch umsprechen, wir können das billiger erzeugen, ohne so viel Betriebsmitteleinsatz. Oder kostet das, müssen die dann Handhake machen? Also zunächst kann ich hier ja nicht sagen, dass man bei der gentechnischen freien Soja kein Gift schützt. Und auch nicht, dass es nicht schlimmer ist. Okay. Sondern es ist zunächst mal eine Soja, bei der keine Rückstände von Glyphosat so zu finden sind, weil wir da nicht diese Herbizidresistenz haben. Das heißt ja, wenn wir auf die Soja, die gentechnisch frei ist, Glyphosat draufspritzen, ist sie tot. Da haben wir das Phänomen nicht. Okay? Das heißt aber nicht, dass keine anderen Spritzmittel da verwendet werden, die auch vielleicht schlimmer sein können als Glyphosat. Okay? Das ist auch wichtig. Aber noch wichtiger vielleicht ist es zu verstehen tatsächlich, warum es derzeit passiert. Ich habe ja immer wieder gesagt, auch in meiner Doktorarbeit, es ist so schwierig, es zu erklären, warum ein Bauer etwas tut, was völlig unrentabel ist. Ich weiß nicht, ob Sie mir dabei helfen, diese Antwort anders zu bewerten, aber ich habe da Schwierigkeiten, es zu verstehen. Denn ich hatte damals die Biosoja untersucht. Was ist das denn für ein Zeug? Biosoja ist ohne chemische Düngemittel und ohne Agrargifte. Dann wäre es die Variante, die sich da gewünscht wird bei jedem Denkenfrag. Damals war der Preis von Biosoja 50 Mal höher als beim konventionellen Soja. Nur die mal fertig. Man hätte 10 Mal mehr produzieren können, nur von der Nachfrage her gesehen. Bei den Produktionskosten war es 43% billiger. Warum produziert man dann diese Soja? Also völlig absurd, oder? Das Schlimme ist, dass man es nicht geschafft hat, gentechnisch, also nicht mal gentechnisch frei, sondern noch schlimmer, Biosoja in einer Insel zu produzieren, wenn wir nun alle anderen Bauern Gensoja produzieren. Also die Kontamination. Und bei Soja. Soja ist eine Pflanze, die sich selbst befruchtet. Es gibt biologisch keine Kontamination. Aber bei Maschinenverkehr, beim Transport, bei der Verlagerung kam es immer zur Mischung. So mussten die Kleinbauern aufhören, Biosoja zu produzieren, da unten im Süden. Warum sage ich jetzt auch die Kleinbauern da? Weil eigentlich da die meisten Kleinbauern sind, weil jetzt ist ein Kleinbauer bis 100 Hektar. Diese Art von Produktion von Biosoja war damals mit mehr Arbeit verbunden. Also da musste man schon in kleinen Flächen produzieren. Man musste ja auch Fruchtfolgen praktizieren. In den ersten Jahren, 3 Jahren Entgiftung, ist es als Biosoja anerkannt worden. Also das konnte man dann in großen Flächen gar nicht machen. Was derzeit passiert, ist was anderes. Die Großbauern, also ich sage mal Großbauern in Brasilien, ist ab 2500 Hektar. Inzwischen gibt es noch ganz viele mittelständige oder so wie es bezeichnet. Die haben nach 10 Jahren erkannt, dass die Preise von gentechnisch frei besser sind, dass die Produktionskosten bei gentechnisch veränderter Soja höher sind und ganz einfach, dass der Ertrag nicht höher ist, sondern geringer. Und das ist vielleicht der größte Mythos der Gentechnik. Ich sage ein Mythos, weil immer noch behauptet wird, man würde durch Gentechnik es schaffen, mehr Ertrag zu erzeugen. Das gibt es in der Realität noch nicht. Vielleicht schafft man es mal. Ich bezweifle es. Wir haben derzeit nur insektenresistenten Pflanzen und herbizidresistenten Pflanzen im Anbau. Wie kommt man auf die Idee zu denken, dass man hier mehr Ertrag hat? Indem man glaubt,
dass man mit der Unkrautbekämpfung besser zurechtkommt, billiger sogar, und dass man dadurch es schaffen würde, ohne Unkraut mehr pro Hektar zu haben als mit Unkraut. Wenn man dann es vergleicht, könnte man vielleicht, und das ist auch dann die Statistik, die man dann benutzt, um solche Theorie zu stützen. Das heißt, wir würden zum Beispiel mal ein Feldversuch machen. Eins mit Gensoja, eins mit gentechnisch freier Soja. Bei beiden wächst Unkraut. Okay? Bei der Gensoja können wir Glyphosat draufsetzen. So hatten wir die Hoffnung, in den ersten Jahren hat es auch funktioniert. Das meiste Unkraut ist tot und die Soja bleibt schön stehen. Okay? Bei dem anderen können wir das ja nicht. Wenn wir hier Glyphosat drauf spritzen, ist die Soja tot. Dann müssen wir eine andere Methode nehmen. Das ist schon nicht mehr wissenschaftlich als komparative Studie. Denn wir machen das ja mit anderen Mitteln. Es ist nicht mehr komparativ. Es ist nicht unter selben Bedingungen verglichen. Wir nehmen dann andere Spritzmittel, die man bei der gentechnisch freien Soja anwenden kann. Und dann kommen wir auf welches Ergebnis? Mehr Ertrag bei der gentechnisch veränderten Soja. Natürlich, mit weniger Unkraut. Das ist ja das Indirekte. Okay? So kommt man auf eine Statistik, die beweist, dass man den Ertrag steigern kann mit gentechnisch veränderten Soja. Das ist aber nach meiner Erkenntnis von Wissenschaft nicht wissenschaftlich, denn man kann ja nur vergleichen, wenn man dieselben Bedingungen vergleicht. So haben wir kritischen Wissenschaftler nicht, sagen wir, weltweit gibt es Wissenschaftler, die das versucht haben, sie machen das mit derselben Methode. Zum Beispiel, ist ja klein, wir hacken alle Unkräuter raus bei beiden Versuchen. Und was stellen wir da fest? Erstaunlich. Wir haben noch keine ausreichende Antwort dazu. Unter selben Bedingungen gemessen, ohne Unkraut, produziert die gentechnisch freie Soja mehr. 5 bis 10% mehr. Woran liegt das dann? Es gibt da ganz viele Gründe. Ein Grund ist der. Es sind hier zwei Bilder zu sehen. Das erste heißt, hier wurde ein Pulverisator lange stehen gehalten, um zu testen, ob die Soja auch beschädigt wird, wenn sie gentechnisch verändert ist, wenn sie diese Glyphosat aufnimmt. Ob es da irgendwie eine Grenze gibt. Also hier sieht man diese Hirnstreifen. Das heißt, auch die Soja wird beschädigt durch übermäßigen Einsatz von Glyphosat. Das ist ein Argument, vielleicht einer der Argumente, die nicht so aussagereich sind. Das andere Beispiel ist mir vielleicht viel wichtiger. Denn hier wissen wir, was das heißt, wenn wir übermäßig Glyphosat einsetzen. Wir beeinträchtigen diesen Nährstoff. Rhizobium SB ist zuständig für die Fixierung von Stickstoff aus der Luft. Und wir wissen, wenn wir mehr als 1 Liter pro Hektar spritzen, und deswegen sage ich ja vorher, ich werde wieder zurückkommen auf dieses Argument, das ist die gute fachliche Praxis. Seit 1986 wissen wir das durch das Agrarforschungsinstitut in Drapan, dass der übermäßige Einsatz von Glyphosat die Knirschen Bakterien einer Hülsefrüchte Sojabohne beschädigt. Das heißt, in der Wachstumsperiode der Sojapflanzen werden wir hier weniger Stickstoff haben. Und das ist auch vielleicht die wissenschaftliche Erklärung, warum die Sorte Maradona ist. Die bleibt etwas kleiner. Und wichtiger. Und nochmal wichtig, hier haben wir auch vielleicht die Basis zur Bildung von Eiweiß. Denn Stickstoff und Eiweißbildung hängen zusammen. Viele Wissenschaftler begreifen den Zusammenhang ja nicht mehr
Spezialist zu sein heißt, fast alles oder fast nichts zu verstehen, weil man die Zusammenhänge ausschließt. Fachidioten sagen man so Deutsch. Hier, wenn wir diese irischen Bakterien beeinträchtigen, haben wir auch eine Soja, die weniger Eiweiß hat. Das heißt dann auch, dass man auf dem Markt Sojaschrot aus Brasilien hat, das mit mehr Eiweiß verbunden ist, gentechnisch frei, und mit weniger Eiweiß, gentechnisch verändert. Das rechnet man nicht mit dem schönen Argument, man würde ja auch eine Kuh nicht nach Gewicht kaufen. Denn es geht ja nach Leistung. Was ist jetzt die Leistung von gentechnisch freien Soja? Pro Kilo kostet es vielleicht ein paar Cent mehr, weil die getrennte Lagerung und Transport ist so, die Nachfrage ist größer als die Produktion, ne, noch mehr Zeit. Aber es lohnt sich ja vielleicht, gentechnisch frei zu produzieren, man hat da auch eine bessere Soja. Was ist dann das Argument am Ende? Wir haben eigentlich eine schlechtere Soja produziert. Durch die Gentechnik. Und nicht das, was immer wieder behauptet wird. Man hätte jetzt eine Form der Pflanzenzüchtung, die schneller geht, die vielleicht den Hunger in der Welt bekämpfen könnte. Also wir haben hier mit einem großen Problem von Bauern zu tun, nämlich um diese Betriebskosten, die steigen, zu ertragen und die sinkenden Erträge. Man muss ja auch hier noch sagen, dass die brasilianischen Sojasorten, die Spitzensorten auf der Welt sind, also die ertragreichsten überhaupt, und dass man 1% Ertragssteigerung hatte bei der konventionellen Züchtung, bis man diese Pflanze herbizidresistent macht, dauert das bis zu 10 Jahre, bis sie auf dem Markt sind. Deswegen wollen wir, dass die Konzerne mal wieder etwas schneller gehen soll, bei der Zulassung, ohne Studien zum Beispiel. Haben wir jetzt nur die Studien von Konzernen, die so lange dauern. Jetzt wollen Sie das auch ohne Studien vielleicht. Ja, vielleicht ist die Abstimmung ja immer noch dieselbe, ohne Studien wie mit Studien. Das weiß man ja auch nicht. Aber stellen wir uns mal den Kontext so vor, wir werden jetzt hier bei dieser Entwicklung mehr Kosten haben, weniger Erträge haben, mehr Pestizideinsatz haben. Das heißt ja, um das kompensieren zu können, müsste man die Fläche erweitern. Das geht noch in Brasilien. Wir haben noch 80 Millionen Hektar, die brauchen wir. Man könnte ja die Produktion weiter erweitern. Das geht aber nicht für alle. Also nicht jeder Bauer kann da jetzt einfach die Produktion erweitern. Auch wenn alle es könnten, würde es technisch nicht gehen. Ja, wer würde aufhören, damit ein paar andere größer. Das heißt Landkonzentration, das heißt auch Landflucht. Also das heißt auch weniger Bauern zu haben, das ist eine Tendenz, die auch zu sehen ist in diesem Kontext. Und vielleicht auch mehr Hunger, weil Bauern ja immer, wenn sie aufhören, von anderen ernährt werden müssen. Also es sind dann Menschen, die aufgegeben haben, sich selbst zu ernähren. Und bei dieser Entwicklung auch wichtig zu sehen, wir werden in den nächsten Jahren vielleicht beides haben. Eine Erweiterung der Anbaufläche von gentechnisch frei und eine Erweiterung der Fläche für gentechnisch verändernde Soja, bis es endlich dazu kommt, dass man hier gar nicht mehr weiterkommt mit diesen Pflanzen. Auch wenn man alle Resistenzen hier kombiniert, schafft man ja immer wieder neue Probleme. Und man kommt aus dieser Sackgasse fast gar nicht mehr raus. Für die brasilianischen Bauern vielleicht nochmal wichtig, die Bedeutung einer Pflanze zu haben, die Beschwerlichkeit der Arbeit reduzieren könnte. Und diese Hoffnung danach ist manchmal viel höher als das, was man in der Realität sieht. So hofft man immer noch weiter. Wie man diese Hoffnung produziert, ist auch eine spannende Frage. Denn nach dem ganzen Scheitern hier gibt es immer noch Menschen und auch in der Wissenschaft, die behaupten, man würde das wieder in Griff bekommen. Mit der nächsten, die immer noch auf dasselbe basiert. Also
isoliert alles betrachten, die Zusammenhänge nicht mehr verstehen, am Ende gar nicht sagen, ich war ja eigentlich bei der Entwicklung dabei, sondern nur ja, in der Wissenschaft kann man sich einmal irren. Das Problem ist, wer zahlt jetzt das Ganze? Das sind dann immer wieder Römer. Und das kennt man in der Geschichte der Wissenschaft. Also es ist immer wieder so gesagt wird. Also warum soll man hier in Europa überhaupt diese Pflanzen anbauen, die wir in Brasilien schon kennen? Oder sich vielleicht doch die Hoffnung nochmal erwecken, man könnte es hier vielleicht anders machen. Oder vielleicht sei die Sorte 1507, die bei uns schon lange zugelassen ist, jetzt was Neues. Als wäre es nicht genau dieser, der jemals mit dem selben Beziehung. Aber vielleicht gibt es die Hoffnung genauso wie ich hoffe, dass die Soja hier mit weniger Rückstände ankommt, als sie hier abschicken. Das wäre ja auch eine Wahrscheinlichkeit. Es sind ja andere klimatische Bedingungen, es sind andere Bodenstrukturen, andere Agrarstrukturen, also das alles. Ne? Ich weiß, dass ich hier viel länger reden könnte, ich sollte aber trotzdem in die Diskussion hinein. Und ich sollte dann zu meiner letzten Geschichte kommen. Als ich mal 2009 einen Flug aus Brasilien nach Deutschland genommen habe von Lufthansa, habe ich erst spät bemerkt, dass ein Flug, wenn er hier in Frankfurt ankommt, aus São Paulo, eine Reaktion bei den Menschen bewirkt, die in Brasilien nicht so zu sehen ist. Also die Menschen klatschen. Dann wird man wahr, was ist da passiert? Na ja, wir sind angekommen. Ja, aber das ist nicht nur, weil man angekommen ist. Genau. Man ist lebend angekommen und die Menschen hier haben ein Verständnis von Risiko. Es ist eine Wahrscheinlichkeit, anzukommen. Man kann ja nicht ankommen. Vielleicht ist es für andere Menschen auf der Welt nicht so mit Risiken verbunden. Das ist ja auch viel sicherer als andere Transportmittel. So gesehen müsste man ja bei einem Auto bleiben. Jedes Mal, wenn man nach Hause kommt, oder mit dem Zug. Aber nein, beim Flug ist es so mit dieser Vorsicht verbunden, dass auch mit Vorsicht mit Technik zu tun. Ich habe es gelernt, dass hier in Deutschland schon viele Erfahrungen gemacht wurden mit Technik, sodass man nicht jede Technik als Fortschritt sehen soll. Man kann auch Dinge haben, die gar kein Fortschritt sind, auch wenn sie als Innovation präsentiert werden. Also Innovation heißt immer Fortschritt. Ne? Man glaubt, es sei etwas Fortschrittliches mit der Gentechnik. Man glaubte ja auch schon mal, es sei etwas Fortschrittliches, diese Atomenergie. Ne? Man glaubte schon vieles in der Geschichte der Technik sei ein Fortschritt. Später hat man es wieder anders gemacht. Man hat dann aus dieser Technik was anderes gemacht. Hier zum Beispiel könnte man aus der Erkenntnis der WNS sehr viel lernen und sehen, dass diese Reihenfolge an Genen, die da existieren, uns helfen können, um schneller Pflanzen auszusuchen, die hier an klimatischen Bedingungen vielleicht resistenter sind und die dann auskreuzen, die sie entsorgen. Also es wäre schon ganz wichtig, diese Erkenntnis, dass man aber auf die Idee kommt, herbizidresistente Pflanzen und insektenresistente Pflanzen daraus zu produzieren, ist vielleicht das, was nicht so innovativ ist. Nach unserer Erfahrung. Jetzt zurück zur Geschichte. Dann hat eine Stewardin, also Stewardin, eine Frau war es, mir gesagt, dass es so normal sei. Es sei so fast wie eine Ehre für den Kapitän, dass er da gut gelandet ist. Also es hat jetzt nicht nur mit dem Fliegen zu tun, auch mit dem Landen. Also nicht so komisch, ganz leise und so an. Naja, dann war natürlich meine Frage, ob es dann immer so ist. Ne? Sag ich natürlich nicht, ne? Sonst würde ich jetzt quatschen. Ne? Aber wie war es dann schon mal? War es schon mal das Ganze? Ne? Dann sagt sie, ja, ich erinnere mich noch an eine Geschichte. Ich bin ja immer der Letzte, der da drin bleibt, weil ich glaube ja immer, ich komme ja doch nicht hier raus. Ne?
Da sind ja viele, ich sehe meine Augen, von Gleis zum Gepäck, als ob sie wüssten, als ob sie glauben würden, das Gepäck wäre nicht mitgekommen. Man ist zuerst da, dann ist das Gepäck schon da. Das Gepäck kommt immer später. Und dann hat sie mir erklärt, dass sie noch eine Situation erlebt hätten, in der, ich weiß nicht, ob das wahr ist, ne? Müssen Sie ja selbst prüfen. Und dann wäre es zu einer Turbulenz gekommen. In einer Situation der Turbulenzen sagt man oft, dass Panik nicht hilft. Ne? Was macht man dann? Man beruhigt die Leute. Sie sagt aber gleich, das waren nicht nur Turbulenzen, sondern wir hatten total die Kontrolle über das Flugzeug verloren. Wir wussten gar nicht mehr, was sie da machen. Ja, wie soll man das jetzt sagen? Man ist ja auch drin, man weiß es nicht. Jetzt muss man so tun, als ob es nicht wäre, aber man hat ja auch Angst. Das ist fast so wie im Film Titanic, ne? Da geht das Schiff runter und die Musiker müssen beide spielen, als ob sie da nicht drin wären, was sollen sie da singen? Das ist so komisch. In so einer Situation erlebt man Dinge wie zum Beispiel, ja, will einer ein Boot vom anderen kaufen, aber was macht man dann mit dem Geld? Ne? So, sinnlos, ne? Und dann sagt sie, ja komisch, dass ein Mensch da drin saß und als andere da herumschrien und weinten und beteten, alles was so typisch ist in einer solchen Situation, hätte so ein Mensch immer gesagt, ja bring mir mal einen Kaffee. Was ist das für eine Frage? Ja, bring mir mal einen Whisky. Und so. Und da schüttelt alles herum. Voll in Ruhe. Ne? Dann wäre tatsächlich die Frage gewesen, wie kann man so ruhig in so einer Situation bleiben? Dann sagt sie mir dann später, ja, der Druck ist dann wieder unter Kontrolle gewesen, sonst hätte sie ja nicht erzählt können. Das ist ja logisch. Wenn wir sagen können, ja, wir sind dann alle ins Meer gefahren, nach 3 Jahren sind wir zurückgekommen. Nicht so logisch. Dann sagt sie, ja, dann wollen alle wissen, wie kann man in eine solche Situation zurück. Und dann ist die Antwort vielleicht das Wichtigste. Und das hat dann wieder mit diesem Beispiel des Lichtes zu tun und was man da sucht und überhaupt, wie agiert man da, wie lustig das alles immer noch sein kann. Die Antwort haben sie dann später auch als Werbung, glaube ich, verwendet, ich weiß mal nicht wo. Die Antwort wäre gewesen, ja, die Maschine gehört da nicht mehr. Blöd, oder? Ja. Das ist ganz lustig. Ja. Das ist ja komisch, da sitzt man drin und man sagt, hört mir, was spielt das für eine Rolle? Ich bin trotzdem auf die Idee gekommen, mal anders zu überlegen und es handelt sich nicht um einen Flug, sondern wir nennen diesen Flug mal Landwirtschaft. Oder wir nennen mal diesen Flug unser Planeten. Oder wir können ihn einfach als Grundlage der Nahrungsmittelproduktion nennen. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die auch da drin sitzen. Das sind zum Beispiel Wissenschaftler. Und die kommen auf solche Ideen und sagen, naja, ich muss aber auch alles wissen. Ne? Ich habe damit nichts zu tun. Also wie kann man da sagen, ich habe damit nichts zu tun? Also hier in diesem Kontext kann ich als Wissenschaftler nicht sagen, ich habe hier mit nichts zu tun. Und deswegen frage ich mich immer, wenn ich wieder feststelle, dass es gentechnisch freie Regionen gibt, dass es Menschen gibt, die in diesem Flug drin sitzen, so wie ich auch, und die nicht einfach sagen, ich habe damit nichts zu tun, sondern zeigen, dass wir zusammen was tun können. Es gibt noch vieles zu tun. Vielleicht das zu erkennen, was wir schon an Erfahrung haben. Und das ist vielleicht das Wichtigste überhaupt, aus der Erfahrung zu lernen. Und wenn man als Wissenschaftler das nicht tut, dann ist das mir so ähnlich wie vor 20 Jahren, als ich zum Giftverkäufer trainiert wurde. Und in Brasilien sagt man es Insistenz erdecken.
anstatt Assistenz und Technik. Assistenz und Technik heißt Agrarberater. Insistenz und Technik heißt es, du bist in der Lage, einem Bauer etwas beizubringen, was er gar nicht braucht. Etwas zu kaufen, was er gar nicht will, aber du schaffst es. Das ist Insistenz und Technik. Das kommt aus dem Verb nicht zwingen, sondern überreden, genau. Das ist das, was ich hier nicht vorhatte und deshalb freue ich mich auch, in der Diskussion mit Ihnen zu lernen und vielen Dank für die Aufmerksamkeit in dieser ganzen Zeit und vielleicht gibt es doch noch ein Licht, um den Schlüssel zu finden und das Flugzeug zu retten, in dem wir alle drin sitzen. Vielen Dank. Das war viel teurer. Das
So sind die brasilianischen Bauern auf die Idee gekommen, Soja zu exportieren. Und das war damals kleinbäuerliches Produkt aus dem Süden, aus der Region, aus der ich komme. Ist derzeit gar nicht mehr so. Ist völlig unrentabel für Kleinbauern. Denn es gibt vieles anderes, was viel mehr pro Hektar eigentlich bringen könnte, vom Ertrag her, so gesehen, also von der Produktion her, was man in 50 Hektar anbauen könnte. Und Soja ist für Bauern unter, also man sagt jetzt derzeit für Bauern unter 200 Hektar unrentabel. Trotzdem machen die meisten nicht mehr noch. Das ist schon die erste Frage, warum machen sie es dann? Die ganze Agrarstruktur wurde so umgebaut. Die Genossenschaften, die durch den Staat finanziert wurden vor Ort, haben die Struktur auch so ermöglicht, dass man die vor Ort Soja aufkaufen konnte, dass diese Produkte einen Preis hatten. Dann die ganze Agrarberatung vor Ort ist von diesen Genossenschaften auch organisiert worden. Und es ist immer wieder die Frage gewesen, man ist sich bei der Soja sicherer als bei anderen Produkten, die man vorher angebaut hat. Also eine Reihe von Produkten, eine diversifizierte Landwirtschaft, bei der man nicht diese Vermarktung hat. Und bei der Soja, also Soja-Weizen, das war die Kombination in den 70er Jahren, in den 80er Jahren hat es schon damit begonnen, dass die Preise weiter gesunken sind. In den 90er Jahren immer wieder nach oben, nach unten und später dann BSE-Skandal. Dann stiegen die Preise wieder, das hat dann wieder zur Steigerung der Anbaufläche geführt und das geht noch weiter. Also von 81 Millionen Tonnen sollen wir im Jahr 2023, also in 10 Jahren, auf 94 Millionen Tonnen. Dann werden wir tatsächlich der größte, nicht nur gentechnisch-freie Sojaproduzent, sondern überhaupt Sojaproduzent auf der Welt. Wie diese Struktur jetzt geändert werden könnte, das habe ich jetzt gar nicht hier erzählt. Wir bauen gerade eine neue Universität auf in Süden mit dem Schwerpunkt auf nachhaltige Landwirtschaft. Und da geht es auch um die Ausbildung von Wissenschaftlern und Agrarberatern vor Ort, die dann auch für eine andere Art von Landwirtschaft sich bemühen werden. Denn es ist ja nicht nachhaltig. Wir werden es wieder feststellen müssen, dass Monokulturen in Jahrzehnten zu Problemen führen und dass auch der Boden zerstört wird dadurch und dass wir nur die Fruchtbarkeit des Bodens erhalten können, wenn wir Fruchtfolge haben, wenn wir nicht mehr so viel Chemikalien einsetzen und eine andere Form von Landwirtschaft entwickeln. Davon brauchen wir auch viel mehr Wissen. Das ist auch vielleicht damit verbunden, denn Soja wird heute mit sehr wenig Wissen produziert, also fast nur ein Traktorfahrer mit 200 Hektar reicht. Ne? Man braucht da gar nicht so viele Menschen mehr. Vielleicht noch wichtiger ist es, dass man da von der Regierung jetzt unterstützt wird. Die Regierung kauft jetzt die Produktion von Lebensmitteln regional auf. Im Rahmen dieses sogenannten Programms Mehr Nahrungsmittel für Brasilien. Das war ja schon zu Beginn zur Versorgung des Programms Null Hunger, damit man 23 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln versorgen kann. Das ist das beste Beispiel für Hungerbekämpfung der Welt. Nicht umsonst ist dann auch der Leiter des damaligen Null Hunger Programms zum Vorstandsvorsitzenden von der Welternährungsorganisation geworden. Und Brasilien ist überhaupt bekannt geworden, auch für diese ganze Geschichte der Hungerbekämpfung, denn fast nur in Brasilien ist die Zahl der Hungernden zurückgegangen in den letzten Jahren. Auch mit Gentechnik dazu, das hat aber nicht mit der Gentechnik zu tun, sondern mit einer Regierung, die dann auch die Versorgung von hungernden Menschen Wert gelegt hat. Das Widersprüchliche dabei, vielleicht auch, Menschen auf dem Land mit Lebensmitteln Pakets versorgt hat, die nicht in der Lage waren, sich selbst zu ernähren, weil sie Monokulturen von den Export produziert hatten, die immer von Preisen abhängen, die auf der Börse bestimmt werden. So hat die Regierung jetzt sich entschieden, Lebensmittel von den Bauern direkt aufzukaufen. Und das ist auch für Schulen, für Universitäten, für alle öffentlichen Einrichtungen eingeführt worden, also gesetzlich mindestens 30% aller
Nahrungsmittel, die in öffentlichen Einrichtungen kommen, also alle Schulen im Lande zum Beispiel, müssen da jetzt regional von den Bauern vor Ort Lebensmittel kaufen. Also das ist mal eine andere Agrarstruktur als die, die durch diese großen Agrargenossenschaften der letzten Jahrzehnte hatten. Und dann brauchen wir auch viel mehr Wissen wieder. Nicht nur, wie man Soja produziert, sondern wie man mehr Schwarzbohnen produziert, wie man mehr Mandeln produziert, wie man mehr Reis produziert, denn das ist die Grundlage der brasilianischen Ernährung, nicht Soja. Ja? Also das ist auch eine Frage von Wissen. Also, deswegen war ja die erste Antwort, wie kommt man, wie überredet man die Bauern dazu, weiter Soja zu produzieren? Oder wie überredet man sie, die Gentechnik dann noch weiter zu machen, weil es gar nicht für Kleinbauern gedacht war? Also die Grundlage, es hat sich quasi erstmal so entwickelt vor Jahrzehnten durch einen guten Weltmarktpreis. Ja. Dann hat sich also sozusagen eine alte Kultur dadurch verloren gegangen, ja. Altes Wissen. Und nun steckt im Prinzip was drin und muss so einfach nicht rauskommen, weil sie es nicht anders kennen. Kann man das sozusagen? Nicht nur anders kennen, sondern dass gar nicht anders möglich ist, weil es keinen Markt vor Ort gibt. Ja, ich habe ja inzwischen auch gehört, dass hier an Schulen Lebensmittel aus China gegeben werden. Also das ist ja das Schlimme vielleicht dabei, dass wir in Brasilien manchmal sogar Schwarzbohnen importieren, damit man die hungernden Menschen also mit dem Programm Null Hunger versorgen und ja eigentlich vor Ort Schwarzbohnen produzieren können. Dann produzieren ja Soja für den Export, damit man durch diese Überschüsse auf dem Weltmarkt es schaffen, Sozialprogramme zu finanzieren. Also das ist ja das, was auch dahinter steckt in dem Konzept. Jetzt zur ersten Frage, was passiert im Boden? Wir brauchen da auch viel mehr Studien. Wenn ich hier die Frage an die Wissenschaft in Deutschland stelle, warum weiß man hier nicht, wie viele Rückstände es bei Glyphosat, also Rückstände von Glyphosat bei Soja gibt, die importiert werden, ist das auch ähnlich bei uns. Es gibt fast keine Studien über die Auswirkungen von Glyphosat im Boden. Viele glauben, es sei ja gar nicht schlimm, es wird sich ja selbst abbauen, das ist eine ganze Geschichte. Obwohl mit Monsanto ja vor Gericht gefragt wurde und auch verloren hat, mit dieser Marke biologisch abbaubar, stand man drauf, darf man nicht mehr drauf haben. Also es ist ja nicht wissenschaftlich nachgewiesen, es ist eher Werbung von Monsanto gewesen. Trotzdem haben viele Wissenschaftler es immer wieder aufgenommen, also Werbung als Wissenschaft. Und dann Wissenschaft als Werbung gemacht, das ist auch sehr oft. Ne? Und dann vielleicht wichtig auch zu sagen, Glyphosat im Boden, seit 10 Jahren ne, haben wir diesen übermäßigen Einsatz. Schon 10 Jahre vorher, nachdem man begonnen hat mit dem direkten Aussehen sozusagen, man nicht mehr Egen braucht, Flügel, man hat dann direkt sehen können auf das durch Glyphosat vernichtete Unkraut sozusagen. Man ist dann immer wieder auf die Idee gekommen, zu sehen, ob es bei den Mikroorganismen vielleicht eine Zerstörung beim Gleichgewicht gibt. Also man hat dann festgestellt, dass eine Reihe von Mikroorganismen, also nicht nur Knöllchenbakterien, durch den Einsatz von Glyphosat im Boden zerstört werden. Das hat dann eine Auswirkung auf die Bodenfruchtbarkeit, wenn man davon ausgeht, dass der Boden auch was Lebendes ist, nicht nur als Substrat. Ne? Für die, die glauben, Boden sei nur ein Substrat, dann kann man ja was anderes vielleicht da entwickeln. Genauso wie die Antwort bei Knöllchenbakterien, dann sagt man, ja, kann man ja auch mineralische Dinge. Also dann gehen die Probleme eigentlich nur weiter. Denn Rückstände von Glyphosat im Boden verbinden sich zum Beispiel mit Nitraten, die man durch mineralische Düngung anwendet. Und das ist dann noch viel krebserregender als Glyphosat an sich, diese Kombination mit Nitraten. Man produziert dann noch zusätzliche Gifte, indem die Glyphosat im Boden landen. Also es ist einfach mal eine Kombination von Glyphosat mit Düngemitteln, die man dann auch verwendet und die dann zu anderen chemischen Stoffen führen, die man dann auch untersuchen müsste. Und dann ist dieses isolierte Denken nur mit Glyphosat vielleicht nicht ausreichend, um zu sagen, was da alles passiert.
wenn Glyphosat im Boden ist und dann in dem Boden in Brasilien und nicht andere Böden auf der Welt. Das alles müssen wir besser untersuchen. Ich komme aber zum Schluss, sonst werde ich hier viel zu lange reden. Jede Antwort hier ist vielleicht ein Vortrag. Ne? Schlimm bei Brasilianern, dann machen wir auf Deutsch. Und man weiß es aus der Zertifizierungsschiene, dass es zugelassen wird, Gentechnik frei zu produzieren, nach 3 Jahren Entgiftung des Bodens. Da Soja eine autogame Pflanze ist, glaubt man, dass es wieder ein Zurückgeben kann. Nach 3 Jahren Gensojaanbau und nach 3 Jahren Entgiftung des Bodens könnte man wieder Gentechnik frei produzieren. Das ist zum Beispiel auch, was dazu führt, dass man sich umstellt auf Gentechnik frei. Das ist ja möglich eigentlich, wenn es Sorten gibt, die man da anbauen kann vor Ort. Auf der anderen Seite gibt es sogar die Möglichkeit von den Verbänden der Zertifizierung, die behaupten, nach 5 Jahren könnte man vielleicht sogar Biosoja produzieren. Dieses Biosoja ist dann jetzt gemeint ohne chemische Düngemittel und ohne Pestizide gemeint. Ne? Also 5 Jahre Entgiftung des Bodens. Da gibt es aber keine wissenschaftliche Studie, die sowas untermauern könnte. Das war jetzt das Pferde in meinen Fällen. Also es gibt viel zu wenige Studien. Wir müssen da viel mehr studieren. Wir wissen in dem Bereich viel zu wenig. Außer in dem ganzen Gentechnikbereich, vielleicht muss man auch sagen, die Wissenschaftler. Die zahlen besser. Ja. Konzerne, die zahlen mehr Geld für die Studien. Die Studien, die wir heute haben, auch die von Konzernen finanziert wurden, basieren darauf, dass man irgendwie weiß, dass es 20 Genen gibt bei Soja, die bekannt sind. 200.000 Gene hat diese Pflanze. So viel weiß man da. Und alles zu verstehen, was es an Mikroorganismen im brasilianischen Boden gibt, ist auch eine tolle Geschichte. Man weiß ja nicht alle Lebensarten, die wir da haben. Was eine Vielfalt an Bodenorganismen, also Mikroorganismen im Boden, die sehr wichtig sind und die es uns ermöglichen könnten, Lösungen zu haben für die Probleme, die wir heute in der Landwirtschaft haben. Da müssten wir aber anders vorgehen. Also nicht Leben zerstören zu wollen, also nicht eine Methode, die auf Töten basiert, sondern auf die Erhaltung des Gleichgewichtes zwischen den Lebewesen. Ja, also eine Frage, vielleicht mehr noch eine Bemerkung zu den Gehörten. Also was ich so ein bisschen bedenklich finde, ist, dass Bewirtschaftungsfehler, solange es die Menschheit gibt, haben wir schon immer irgendwann mal Bewirtschaftungsfehler gemacht. Und wir hatten ja, als wir weniger waren, die große Chance, einfach wegzuziehen und irgendwo ein anderes Stück in Besitz zu nehmen, was dann wieder relativ gut funktioniert hat und das so lange, wie wir eben Fehler vermieden haben, beziehungsweise wenn wir zugelassen haben, war es irgendwann wieder vorbei. Jetzt sind wir aber an so einem Punkt angekommen, wo ich der Meinung bin, auch wenn Sie gesagt haben, dass in Brasilien noch 18 Millionen Hektar zu erschließen sind, dass das alles Sachen sind, die mit sehr, sehr hohen Kosten überhaupt nur in eine Infrastruktur zu führen sind. Also reden wir jetzt erstmal wirklich nur von begrenzten Flächen, die uns zur Verfügung stehen. Und die sind auf dem absoluten Weg der Degradierung. Also in meinen Augen sehen die Böden einer Degradierung entgegen und sind ja auch schon zu großen Flächen degradiert. Und ich halte es einfach für nochmal wichtig zu sagen, dass das, was wir da gerade miterleben, eigentlich sehr viele Chancen versperrt, die Bodenbiologie zurückzuholen. Also wenn wir überhaupt Probleme im Griff kriegen wollen, dann geht das nur über die Aktivierung der Bodenbiologie. Denn wenn wir über Rückstände und über Abbau von irgendwelchen schädlichen Substanzen reden, dann können das nur Organismen tun. Also so wie wir auch in der Lage sind, auch gewisse Maße an Gift zu vertragen, können wir das nur, wenn wir einigermaßen gesund sind und wenn wir vielfältig aufgestellt sind. Ja? So, und wenn wir diese Vielfältigkeit verlieren, was wir gerade im atemberaubenden Tempo tun, dann fallen uns solche Fehler noch viel schwerer aufs Bein. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es Regionen geben wird und auch Böden geben wird, die komplett umkippen. Wo dann gar nichts mehr geht, wo gar nichts mehr produziert werden kann und wo man sich dann händeringend überlegen muss, wie man diese Flächen überhaupt irgendwann mal wieder in eine Produktion zurückholt. Also ich glaube, das ist schon mehr als 5 vor 12, das ist schon ein bisschen nah. Und wenn da nichts passiert, sehe ich das eigentlich auch in einem ganz hohen Maß kritisch an. Ja, ich
Mehr wollte ich das jetzt nicht. Für mich war die ganze Geschichte mit der Natur sowieso zweifelhaft. Weil ich mir nicht vorstellen kann, die Natur ist in die Region gewachsen, dass ein paar Wissenschaftler da drin umherfummeln und sagen, jetzt spielen wir Gott, wir verändern das und wollen die Natur bescheißen. Die Natur lässt sich aber so einfach nicht bescheißen, sonst würden ja die Sachen nach ein paar Jahren nicht mehr funktionieren. Dann müsste der Bestand haben, hat er denn nicht. Die Natur passt sich an und dadurch ist es ja für mich Fokus Pokus. Man muss mit der Natur leben und nicht dagegen. Ich schreibe einfach auf, ich habe ja gelernt. Also ich finde es ja schon beeindruckend, wie, also ich denke, da gehört viel Mut dazu, durch die Gegend zu ziehen und die Leute aufzuklären. Laufen Sie nicht Gefahr? Ja, bestellt Sie einen Kaffee nochmal. Deswegen fahre ich ja nie allein. Wahnsinns-Bodyguard. Ja. Toller Bodyguard. Ja. Bin ich da heute sicher hier in dem Haus? Ja, sowieso. Es wurde mir nur gesagt, warum du das Wurst aus der Fleisch alleine ergeben, da war ich ganz froh. Okay, wir haben ja hier Vortester, die essen wir glaube ich heute Abend schon, aber mal gucken, was passiert. Ja? Ich habe noch einen wichtigen Hinweis, ich habe leider vergessen mitzubringen, glaube ich vor 2-3 Jahren ein Buch, die Saat der Zerstörung. Da sind viele Sachen überhaupt im Zusammenhang mit der Gentechnik beschrieben worden. Wie die amerikanische Wissenschaft, gerade Monsanto, die Politiker beeinflusst, wie Forschungsergebnisse verfälscht werden, wie ein Wissenschaftler in Schottland mundtot gemacht wurde, indem sie die Altersversorgung angedroht haben, wenn man den mundtot macht, die Altersversorgung wechseln, jemand Clinton angerufen in England und dann musste der auf dem Schlagstuhl sein. So weit der Kreis ist hin, diese ganze Bescheißerei, sag mal, mit der Gentechnik, weil dann nie wieder Gewinne dazu machen. Mhm. Ich mache diese Meldung und dann. Ich würde gerne darauf aufbauen, auf diesen Bescheißen. Deswegen machen wir Wandel gekommen zu dem Thema mit diesem Kaffeefolie. Ne? Dass jemand gesagt hat, ist ja ein Weinflugzeug, kann mir ja egal sein. Und dann hast du gesagt, wenn das Flugzeug jetzt aber die Landwirtschaft ist. Und wenn das Flugzeug jetzt aber nicht Landwirtschaft, sondern Planet ist. Und mir ist dazu noch ein Gedanke gekommen, wenn das Flugzeug also nicht nur Planet ist, sondern gesellschaftliche Ethik. Ja, das finde ich noch fast gravierender als den Planeten. Also es ist als einfach den Geist der Menschheit, den sehe ich hier sozusagen Stück für Stück weiter vergiftet, durch so eine Entwicklung, dass also Wissenschaftler Werbung machen mit Wissenschaft. Und eigentlich gar nicht wirklich von dir dahinter stehen. Und was am Ende dabei rauskommt, ist irgendwann die Erkenntnis der einfachen Menschen, die haben uns belogen, die haben uns beschissen. Und am Ende glaubt keiner mehr irgendjemand noch irgendwas. Das heißt, wir sind alle misstrauisch gegeneinander, irgendwann vielleicht. Und das vergiftet unsere Gesellschaft. Das ist sozusagen, nee, das ist nicht Anarchie, das ist nochmal was ganz anderes von der Qualität her. Das ist vergiftet. Funktioniert ja nicht mehr miteinander. Das ist meine Angst, die ich gerade habe, wenn ich sozusagen diese verschiedenen Komponenten heute zusammenbastle. Also ein Flugzeug, was ethisch ist, was ich hier sozusagen anstürzen gehe. Das Bild kommt mir auch noch bei der ganzen Diskussion. Da kann man noch. Ich kann das Stichwort ja gut benutzen. Ich habe ja nach meinem Studium der Agrarwissenschaften und Philosophie steht. Eigentlich etwas, was selten ist, weil ich, nachdem ich versuchte oder hoffte, fast alles über fast nichts zu wissen, versuchte fast nichts über fast alles zu wissen. Und das hat mich auch dazu gebracht, die Frage immer wieder kritisch zu stellen. Ich habe im Österreich, also Johannes Kepler Universität gearbeitet und da vielleicht kennt ich etwas über Gefahren oder Druck oder Erpressung oder sagen, was das heißt in Europa ein Agrarkonzern wie Syngenta oder Bayer oder wie BASF zu kritisieren.
Es wird immer von Monsanto, von Dow AgroScience, von Bayern und von Montes. Aber was heißt es, diese Agrarkonzerne hier im Land mal grundsätzlich zu kritisieren von Seite der nachhaltigen Landwirtschaft? Das heißt ja auch zu sagen, was ist eigentlich die Priorität in diesem Land? Chemie zu produzieren, damit man die Welt damit vergiftet und dann Lebensmittel von außen zu importieren, damit man sich hier gesund ernährt. Und dann kommen diese Rückstände doch wieder zurück. Jetzt in der Form von Glufosinat, die ja eigentlich Bayer selber produziert. Was ist das für eine Art Versorgung? Aber ich würde lieber auf eine andere Frage kommen, eigentlich. Was ist. Ich werde über diese Gefahr der Geschichte jetzt nicht erzählen, es gibt einen Film dazu, da wirke ich auch mit, meine Werbung. Der heißt Gekaufte Ware. Lief im Kino von Bertrand Verheyen, denkt man Film. Es geht um Wissenschaftler, die Probleme hatten, sage ich mal, weil sie kritisch geforscht haben. Das ist ja auch etwas Komisches, kritisch Wissenschaft zu betreiben. Weißt du, etwas nicht Erwünschtes an vielen Universitäten. Und ich hatte das in Österreich, deswegen war das für mich das Schlimmste vielleicht, weil es gab ja einen Theoretiker da, der Karl Popper, der sagte, Wissenschaft ist immer nach Wissen zu suchen. Diese Hoffnung, nach Wissen zu suchen, heißt ja, da muss man unabhängig sein. Man kann ja nicht nach Wissen suchen, wenn man von vorne raus weiß, wohin man will. Dann findet man ja schließlich einen. Es wird ja auch nicht erlaubt, wenn man finanziert wird zu bestimmten Zwecke, alle meine Ergebnisse jetzt zu veröffentlichen. Ich habe dann während meiner Doktorarbeit in Deutschland die Gelegenheit, auch ein Buch zu schreiben. Das heißt nicht die Saat der Zerstörung, sondern die Saat des Bösen. Ich war nicht mit dem Titel einverstanden, jetzt hat es nicht mit Guten und Bösen zu tun, auf ethische Sicht. Ist ja eigentlich die Theorie über das Gute und das Böse. Oder die Suche nach der guten Gesellschaft. Hier geht es eher darum zu zeigen, warum es nicht funktioniert oder warum es eigentlich eher gentechnisch verschlechterte Organismen sind als gentechnisch verbesserte. Und als ich das Buch herausgegeben habe, 2006, ist jetzt bei der dritten Auflage, wurde mir vorgeworfen, es sei nicht wissenschaftlich, weil jeder Bauer es versteht. Dann haben wir auch ein Problem, nicht nur bei Ethik, sondern bei Wissenschaftsverständnis in diesem Land. Denn wie Karl Popper das formuliert hat, damals in der Wissenschaftstheorie, sagte er, ich bin nur in der Lage, was zu lernen oder einen Fortschritt in der Wissenschaft zu produzieren oder zu ermöglichen, wenn ich es so klar darstellen kann, dass jeder in der Lage ist, es mich zu verstehen und mich zu kritisieren. Wenn ich das nicht tue, dann mache ich es meinen Kritikern schwierig, mich zu kritisieren. Und das heißt, dass ich nicht weiter lerne und dass die Wissenschaft nicht weiter fortschreitet. Indem man in dem Land der Wissenschaft als etwas so Kompliziertes versteht, dass man am Ende nicht mehr verstehen kann, heißt das nicht mehr Wissenschaft. Es heißt etwas anderes. Das ist so etwas wie eine Hierarchie. Denkweise, die so verwickelt in sich ist, dass man noch nicht mal glaubwürdig sein kann, wenn man redet, weil man ja selbst dem Ganzen nicht mehr trauen kann, indem man nicht in der Lage ist, es selbst so zu verstehen, dass man es auch erklärt. Also diese Art und Weise, Wissenschaft zu produzieren, hat vielleicht hier Tradition. Ich habe es hier gelernt, ich habe hier studiert und vielleicht ist das auch eine Erklärung dafür, weswegen hier die Wissenschaftler so isoliert sind von der Gesellschaft. Dass Professoren selten auftauchen bei Bauern, auch wenn sie Landwirtschaft studieren. Und glauben, dass sie mehr wissen als Menschen, die auf dem Land ihre Farm haben.
Und das ist vielleicht dann noch schlimmer. Dann kommt man auf die Idee, wie meine Studierende oft in Brasilien mich fragen, ja, das ist ja eine schöne Theorie, aber die funktioniert nicht in der Praxis. Meine Antwort ist immer ganz einfach. Eine schöne Theorie, die in der Praxis nicht funktioniert, ist einfach eine falsche Theorie. Denn man kann ja eine falsche Theorie formulieren, indem man auch die Praxis nicht versteht. Und dann hat man wieder eine schöne Theorie aufgebaut, die gar nicht die Erfahrung berücksichtigt. Also so ist der Bauer schuld, so ist der Bauer, der nicht studiert, so ist der Bauer, der traditionell denkt, und so sind die Wissenschaftler, die Fortschrittliche, die aber nicht in der Lage sind, etwas zu verändern. Und das ist vielleicht auch das Schlimme daran bei der Gentechnik. Es geht bei der Gentechnik eher um Glaube als um Wissenschaft. Also nicht jetzt Glaube, was Religion angeht oder mystisches Denken oder so, oder transzendentalisches Denken. Es hat eher damit zu tun, an Ergebnisse oder an Theorien, die man selbst produziert, zu glauben, bevor man sie in Frage stellt. Also man sollte ja eigentlich eine Theorie so aufstellen, dass jeder andere Mensch in der Lage ist, mein Beispiel oder meine Erfahrung zu wiederholen und zu selben Ergebnissen kommen oder andere. Wenn man diesen Weg nicht geht, dann ist die Wissenschaft nicht kritisch. Und dann bleibt man immer an der Hypothese dranhängen. Also es gibt ja immer noch Menschen, die behaupten, man hätte ertragreichere Sorten entwickelt durch die Gentechnik. Obwohl es keinen wissenschaftlichen Beweis dafür gibt. Es sind immer noch dieselben Argumente. Es wird sogar noch von Hungerbekämpfung gesprochen. Und die Zahl der Hungernden ist nur gestiegen in den letzten Jahren, seitdem man diese Pflanzen anbaut. Also von wegen Hungerbekämpfung. Dann gibt es Molekularbiologen, die sagen, die seien so spezialisiert auf ihrem Gebiet, dass sie nicht wissen, was mit Mais passiert, wenn Kühe ihn fressen, aber sie sind in der Lage, eine Meinung zu äußern zur Hungerbekämpfung. Also dann sind sie wissenschaftlich bereit. Also das heißt ja eigentlich eine politische Ignoranz. Zunächst ist man nicht in der Lage, die Zusammenhänge ernst zu nehmen. Zweitens ist man so in der Methode befestigt, dass man glaubt, je mehr ich weiß über fast nichts und es schaffe, dass fast nur ich weiß und so arrogant werde, werde ich andererseits so ignorant, dass ich über fast alles andere nichts weiß. Und trotzdem äußere ich mich. Ich äußere mich zu Themen, zu denen ich nichts zu sagen habe. Zum Beispiel, ich könnte heute etwas hier über Nanotechnologie sagen. Also ich habe davon jetzt keine Erfahrung. Aber es gibt immer wieder Wissenschaftler, die tun sowas. Die kommen dann hier hin und reden nicht aus ihrer Erfahrung, sondern die haben das irgendwo gelesen und dann kommen sie auf die Idee, das, was sie gelesen haben, sei eigentlich wissenschaftlicher als das, was man an Erfahrung hat. Und dann kommt auch dieses Beispiel vielleicht zum Vordergrund, das ich noch gar nicht gezeigt hatte. Das ist ja eigentlich eine Langzeitstudie, die praktiziert wurde in Frankreich oder durchgeführt wurde in Frankreich vor kurzem. Die erste Langzeitstudie, die man mit Ratten gemacht hat. Ich weiß nicht, ob diese Studie hier bekannt ist. Man hat diese BT-Pflanze in Toxinen produziert, man hat endlich 2 Jahre lang Ratten gefüttert. Um festzustellen, was passiert. Und hat diese schönen Bilder in der Presse, nachdem Serra Lini, ein berühmter Wissenschaftler aus Frankreich, einer der wichtigsten Zeitschriften für Ernährung und chemische Toxikologie veröffentlicht hat. Das ist die erste Langzeitstudie mit BT-Mais und auch mit Glyphosat. Bis dahin hat man immer gesagt, es fehlt an Langzeitstudien. Dann war immer die Vermutung, was würden dann die Wissenschaftler sagen, wenn mal endlich eine Langzeitstudie da ist? Ich würde mir vorstellen, die würden sie sofort wiederholen und versuchen zu falsifizieren oder es zu verifizieren, ob das tatsächlich so zutrifft. Die Reaktion ist ganz anders.
Man sagt, bevor man diese Studie gelesen hat, die seine Wissenschaft. Ja? Genau so was steht in den Transaltmeisterstudien. Ja, ich kenne das Buch. Von William Engdahl. Ja. Die Erfahrung hier zeigt, dass es auch nicht nur mit Glyphosat zu tun hat, dass man bei Ratten Tumoren eher bei der, also dass man eher Tumoren bei den Ratten feststellen kann, die Kontakt mit Glyphosat hatten, als bei den anderen. Man hat hier auch nur den Mais, eine bestimmte Maissorte, also MK603, die in Brasilien zugelassen wurde, den Ratten gefüttert. Und man hat auch festgestellt, dass besonders bei weiblichen Ratten man diese Tumoren da hat. Also ohne Einsatz für Glyphosat. Auch ohne Einsatz für Glyphosat. Weil es war ja immer so die Frage bei diesen Entscheidungskommissionen, Zulassungskommissionen, man würde ja nicht Glyphosat jetzt analysieren. Das sei ja der, das sei ein anderer Ämter dafür zuständig. Man müsste ja nur sehen, was passiert mit dem Mais an sich. Nur die Gentechnik-Verrennung. Und da ist ja auch was Neues. Also nur der Mais, nur dieses Toxin, was in der Pflanze drin produziert wird, in jeder Zelle. Die erste Argumentation, dass diese Studie nicht wissenschaftlich sei, basiert auf einem sehr bemerkenswertes Argument. Man hätte hier die falsche Ratte, Rasse ausgesucht. Diese Rasse wäre sowieso eher bekannt, dass die Ratten Tumore entwickeln. Ja, gerade deswegen nimmt man diese Rasse, damit man vergleichen kann, was passiert dann mit Ratten, die in der Lage sind, Tumoren zu entwickeln, bei welcher jetzt mehr Tumoren entwickelt werden. Vielleicht aber noch wichtiger ist es, diese Maissorte wurde in Brasilien zugelassen, basiert auf Studien von Monsanto, die genau diese Rasse bei Fütterungsversuchen auch hat. Also für die Zulassung ist die Rasse wichtig. Als wissenschaftliche kritische Studie dann ist das Problem die Rasse. Vielleicht das nächste Argument auch. Hier hat man 2 Jahre lang Ratten gefüttert. Bei den Studien von Monsanto, die zur Zulassung geführt hatten, hat man 6 Wochen. Und hier hat man festgestellt, erst ab dem 4. Monat hat man die Tumoren feststellen können. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, es gab ja auch eine Studie aus Weihenstephan, also die TU München hat ja auch mal eine Studie gemacht, damals um den Monat 110 zu propagieren. Man hatte dann auch 2 Monate lang Kühen geführt. Also 2 Monate würden ausreichen. Und trotzdem hat man bei dieser Studie sogar festgestellt, dass Teile der Kühe krank wurden. Also mit medizinischen Mitteln behandelt wurden. Und das stand dann nicht kritisch in der Studie drin. Warum? Also das alles ist schon erstaunlich. Und das ist für mich auch eine ethische Frage. Ja? Ja? Ich würde jetzt auch sagen, auch bei der Entwicklung von Wissenschaft ist die ethische Frage. Also man kann doch nicht jetzt sagen, dass die Wissenschaftler das Recht haben, zunächst Kontaminationen in einer Region zu produzieren. Das war ja das Thema von kurzem, auch hier in der Region. Wissenschaftler hätten doch das Recht, Feldversuche durchzuführen. Ja? Also dann müsste mindestens die Region gefragt werden, wer übernimmt die Risiken? Sind wir bereit, diese Risiken einzugehen, wenn wir diese Sorten einfach zulassen, wenn man weiß, dass der Mais sich ausbreitet. Also ich gehe davon aus, dass ein Wissenschaftler nicht das Recht auf Kontamination hat. Das ist auch eine ethische Überzeugung. Das hat aber auch mit Demokratieverständnis zu tun. Also man sollte nicht einfach mit der Natur spielen und dann später es den Menschen als Verantwortung zuschieben, wenn etwas falsch läuft bei der Forschung. Dann muss man auch die Verantwortung tragen, sich dann in die Öffentlichkeit stellen und sagen, ja, ich dachte, das sei super, ist es aber nicht.
Aber nicht nur es so tun, sondern auch aus dieser Erfahrung lernen. Und Sie werden eine Menge von Wissenschaftlern hier in diesem Lande haben, die nichts aus dieser Erfahrung hier lernen wollen. Und das ist auch eine ethische Frage. Wie soll man dann nach Wissen suchen, wenn man gar nichts suchen will? Man glaubt, man hätte ja schon alles gefunden. Eine Frage war noch offen, das sind die Verflechtungen. Ich würde jetzt in die letzte Runde gehen. Hier war noch eine Frage, die mir jetzt noch auf der Seele brennt, kann ich jetzt melden. Ansonsten sind wir aber auch noch länger hier und man kann bestimmt noch mit uns reden. Ich habe keine Frage. Heißt du doch gerade, wo das eine ganze Auseinandersetzung um Argumente und Studien und damit die Frage nach dem, wie ist es denn eigentlich, doch eigentlich mehr zu einer Scheindebatte verkommt, oder was heißt verkommt, ist kein Verkommen, ich glaube, es ist ein bewusst geführter Prozess, also es entwickelt sich zu einer Scheindebatte, dass die eigentliche Auseinandersetzung doch wahrscheinlich mittlerweile auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Und meine Angst ist, dass es sich sogar noch weiter verschiebt, dass also am Ende da niemand mehr darüber Debatten führen wird und auch welche Untersuchungen machen wird, weil die Entscheidung dafür, ob es getan wird oder nicht, am Ende Gruppen dieser Gesellschaft auch liegen, die einfach entscheiden können. Die werden gar nicht mehr eine Diskussion führen müssen, weil sie niemand mehr dazu zwingen kann. Also, selbst jetzt können wir sie ja wirklich nicht mehr zwingen, ernsthaft in die Auseinandersetzung zu gehen, sondern sie tischen uns ja so einen Scheiß auf. Und eigentlich passiert ja gar nichts. Also es müsste ja eigentlich ein ethischer Aufschrei durch die Welt gehen, dass Wissenschaftler, die eigentlich ja ein Ansehen haben in dieser Gesellschaft, für sowas gehalten können. Das ist eigentlich nur, das ist ja eine totale Verschiebung und also unglaublich im Grunde genommen. Aber es scheint hier sozusagen mehr ein schleichender, aber stetige Entwicklung zu sein, dass es eben zu einer Konzentration von Entscheidungen in Händen einiger wenigen kommt. Das ist gerade mein Eindruck, wenn ich das hier alles höre. Ich meine, die Sache mit einer Hochkommission ist ja das Beispiel dafür jetzt, wo am Ende entschieden wird, wahrscheinlich die Zulassung von diesem neuen Gemeinsamen. Ja. Weil vorher die demokratischen legitimierten in Anführungsstrichen, Agrarminister, die sich einigen können, macht es nachher eine Regelung, was überhaupt niemand rechtfertigen muss. Sondern entscheiden. Wobei da ja dann immer noch die Bauern in der Frage sind, warum sie es wirklich an. Aber trotzdem führt das natürlich so ein. Das verhängt sich. Das noch eine Frage? Oder? Ja, das ich wollte anmerken. Man muss auch schauen, welche Qualifikationen die Agrarminister oder welche Politiker haben, die darüber entscheiden, welche wirtschaftliche Kenntnisse die haben. Muss ich mal nachdenken. Das ist schon mal dahin. Ich merke schon, wir wollen gar nicht aufhören. Ich lade aber Sie ganz herzlich ein, wir haben noch Brötchen, dann können wir noch weiter diskutieren, wenn Sie möchten. Ich finde, wir beantworten die Fragen. Ja? Also es war so die Frage nach der Verflechtung und dann würde ich. Achso, gut, oder? Ach, da war noch eine. Ja. Noch eine. Da vorne. Podium, denn? Podium. Hier. Ah, Otto. Ich wäre jetzt eigentlich ziemlich optimistisch nach Hause gegangen. Wir haben ja gehört, dass in Brasilien der Trend wahrscheinlich dahingehen wird, dass mehr gentechnikfreie Soja produziert werden soll. Und wir haben ja auch wenig gute Argumente für die brasilianischen Bauern, die weiterhin gentechnisch verwendete Soja anzubauen. Meine Frage ist, wie reversibel ist denn dieser Weg, den die Gentechnik Landwirte und Anbauer eingegangen sind. Ist das relativ einfach möglich? Also gibt es da Erfahrung, wenn, ich sag mal, eine hohe Menge Glyphosat über mehrere Jahre stehen ja auch im Verdacht, zu Bodendegradierung beizutragen. Also ist dieser Weg so einfach gangbar oder gibt es da Erfahrung? Ich habe immer wieder von Entgiftung des Bodens gesprochen. Das heißt ja nicht, dass man die Genen oder die Konstrukten von Genen, die man hier jetzt einfach in der Natur hat, wieder zurückholen kann. Darüber wissen wir viel zu wenig. Was passiert nach 10 Jahren Zulassung gentechnisch verwendeter Soja in Brasilien?
was passiert dann beim Mais, weil jetzt immer ausgeholzt geht viel weiter. Also ich gehe schon mal davon aus, dass das nicht mehr so zurückgeholt worden ist. Man kann nicht mehr so einfach was ändern, wenn an der Genesis, also bei der Reproduktion des Lebens, etwas getan wurde, das sich ja selbst vermehren kann. Wir können beim Gift wieder eine Zeit einrichten und dann hängen wir wieder von den Bakterien auch ab, also von der Aktivierung der Bodenbiologie ab. Ne? Aber was bringt uns die Aktivierung der Bodenbiologie bei gentechnisch veränderten Konstrukten, die in der Lage sind, bessere Entwicklungen zu zerstören, indem sie die besseren Sorten kontaminieren? Das wäre eine tolle Sache. Man würde so sagen, naja, zunächst wird der Markt ja alles reguliert, von daher wird das sowieso aufgelöst, das ist auch so eine Glaube, denn man setzt ja voraus, dass da der Staat nicht eingreifen würde oder dass Regierungen wie die USA und so weiter zum Beispiel nichts tun würden, dass der Markt einfach alleine sich entwickeln würde, was ja noch nie der Fall war. Das hatten wir ja noch nie auf der Welt. Aber man hofft sich so, dass der Markt wird ja zum Gleichgewicht führen. Das ist auch etwas Glauben. Ich glaube nicht, dass das so einfach von sich geht. Wir werden eine Fläche so groß wie Großbritannien zerstören, während der Urwald Amazonasgebiete den ganzen Pantanal austrocknen, damit man eine Wasserstraße schafft von Westen nach Osten, weil am Osten sind die meisten Häfen. Also nur damit wir die Fleischproduktion in Europa weiter so auch gentechnisch frei vielleicht garantieren können. Also das sind ja schon auch politische Entscheidungen, warum man überhaupt Soja aus Brasilien kauft. Denn wenn man das alles messen würde an Umweltkosten und sozialen Kosten, dann wäre die Rechnung ja zum Unrentabel. Zweitens ist, man würde glauben, dass so etwas wie die Marktwirtschaft, die dann die soziale Frage oder ökonomische Frage allein auflöst, die Natur würde das ja bei der Gentechnik schaffen. Also die besseren Sorten werden sich durchsetzen und wir würden dann die anpassungsfähigen weiter produzieren. Genau hier ist das Gegenteil. Es gibt nicht das Phänomen, dass der gentechnisch freie Mais der gentechnisch veränderte Mais kontaminiert. Das wäre ja sinnvoll, oder? Dann müsste man ja die gentechnisch veränderten Sorten freihalten von den bisher gezüchteten Maissorten, die viel anpassungsfähiger sind, damit diese super Entdeckung der Wissenschaft der letzten 20, 30 Jahre nicht zerstört wird. Das ist ja gerade umgekehrt. Die schlechteren Sorten kontaminieren die besten. Und wir haben mit einer Vernichtung oder mit einem Aussterben von Arten zu tun, die eigentlich dazu beitragen könnten, damit das Gleichgewicht wieder zustande kommt. Also diese Zerstörung, die wir noch nie so kannten, ist jetzt hier am Werk. Wir könnten vielleicht uns beruhigen, dass ja Bill Gates und ein paar andere großen sag ich mal jetzt Konzerne wie die Stiftung Bill Gates da im Norden von Norwegen dafür gesorgt hat, dass es eine Saatgutbank gibt, weil wenn irgendwann mal alle Sorten zerstört sind, dann können wir da noch wieder zugreifen. Vielleicht ist das die Hoffnung. Dann kann ein paar Konzerne da einfach entscheiden, was wir überhaupt noch anbauen. Aber andersrum ist es ja viel einfacher, diese Sorten einfach anzubauen, damit sie erhalten bleiben. So hatten wir es in der Evolution immer gehabt. Also so hat die Menschheit sich auch entwickelt, dass man einfach bei den Bauern diese Sorten weiterentwickelt. Das hat auch vielleicht mit der Nachbaugebühren zu tun, dass man es nicht verhindert, dass die Bauern das Recht haben, eine Ernte wieder selbst
bestimmen zu können, in der sie es auch das Saatgut selbst über das Saatgut entscheiden können. Denn durch das Saatgut wird ja das ganze Paket verkauft, ne? Was man da braucht, um diese Sorte dann zu produzieren, also diese süchtigen Sorten, sag ich mal. Und andersrum ist es auch so, dass man aus dieser Abhängigkeitsfalle oder diese Sackgasse sehr schwierig herauskommt oder sehr schwer herauskommt, wenn man nicht diese Sortenentwicklung richtig fördert. Also wenn in Mexiko die Ur-Mais-Sorten verloren gehen durch die Verseuchung aus den USA, das machen die Chinesen ja nicht bei Soja, ne? Die importieren lieber Soja aus Brasilien, weil Soja ist eine Pflanze, die aus China stammt, dann hätten wir viel mehr Chancen zukünftig mit Problemen zurechtkommen, die jetzt beim Mais zu sehen sind, zum Beispiel Unkrautbekämpfung, auch Schädlingsbekämpfung. Und dann ist eine andere Frage vielleicht ganz wichtig zu beantworten, warum sind überhaupt gentechnisch veränderte Pflanzen nicht so anpassungsfähig wie die konventionellen? Es ist so etwas wie immunschwach. Also wir haben etwas da, so etwas wie eine Immunschwäche. Also sie werden eher krank. Die Pflanzen, die eher krank sind, werden eher von Schädlingen angegriffen. Die Schädlinge, die wir dann bekämpfen wollen, werden resistenter. Also das ist auch das Problem, was vielleicht dem Ganzen zugrunde liegt. Es hat mit Anpassung zu tun. Und wir haben vielleicht durch die Gentechnik Sorten entwickelt, die vor 1000 Jahren oder 1000 Jahren vorher anpassungsfähig gewesen wären. Wir können ja nicht voraussetzen, dass diese Reihenfolge an Genen, die vererbt werden, dass eigentlich das alles zufällig sei. Dass die Geschichte der Evolution zufällig sei. Dass das nicht mit Anpassung zu tun gehabt hätte, dass man diese Reihenfolge an Genen hat. Und wenn man einfach ausschneidet und einbaut, müsste man mindestens voraussetzen, dass die Pflanze ja auch reagiert. Und wenn sie reagiert, braucht sie ja auch Energie. Um da zu reagieren gegen einen Eingriff, der ja in der Natur nicht so stattfinden kann. Also das führt schon zu Problemen, die vielleicht dann noch schlimmer werden könnten in dieser Hypothese, wenn man feststellt, dass vielleicht auch Tiere, die diesen Pflanzen fressen, jetzt auch mit dieser angebliche Immunschwäche zu tun haben, also sie werden auch eher krank. Wir wissen ja noch nicht genau warum. Warum dieses Toxin bei Mais, bei Ratten, das wissen wir schon bei der Geschichte des ökologischen Anbaus mit diesem Bacillus thuringiensis, wenn man zu viel Toxin produziert, dann kann es auch zur Immunschwäche führen. So, das ist schon ein kompliziertes Thema. Und das wäre dann vielleicht die Katastrophe überhaupt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel es über 12 wäre, ne? Wenn man sagen würde, ja, das ist doch die Grundlage aller Krankheiten, die sogenannte Immunschwäche. Oder man könnte sagen, das ist die Quelle der Gesundheit, immunstark zu sein. Und das ist eigentlich das, was uns eine Lebenserwartung ermöglicht hat, dass man länger ein Gleichgewicht im Körper hat, indem man widerstandsfähig ist gegen bestimmten Krankheiten. Also dann ist es ein ganz anderes Thema, hat es wieder mit Gesundheit zu tun, aber ich würde ja nicht sagen, dass das alles so einfach reversibel ist, von der Natur aus. Ich glaube schon, dass wir da etwas tun müssen, um das reversibel zu machen, denn es ist ja noch weniger für mich, was gentechnisch verändert ist. Man tut immer so, dass es alles versorgt, ne? Es gibt immer noch viele Gentechnik-Freies auf der Welt und da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten. Und es ist immer noch Zeit, etwas zu tun. Und gentechnik-freie Regionen sind vielleicht die beste Chance, die wir haben, uns frei zu halten. Denn es gibt ja keinen Zwang, es anzubauen, auch wenn es zugelassen ist. Wenn Verbraucher und Produzenten es nicht wollen und es schaffen, dass eine ganze Region freigehalten wird, ja, dann wird es das nicht geben. Damit hatten die Konzerne ja gar nicht gerechnet. Die dachten ja immer, Europa wird bis zum Jahr 2010, ne? Flächendeckend geht Mais haben. Ist nicht so zu sehen. Also die Prognosen stimmen ja auch nicht. Ich hoffe, dass das Aussterben der Bauern auch nicht als Prognosen stimmt, weil das hätte ja auch schon vor
100 Jahren passiert sein können, wenn wir den Prognosen nachgegangen wären, der Wirtschaftswissenschaftler der damaligen Zeit aus zum ersten Mal von Aussterben der Bauern gesprochen. Also, ich bin da sehr hoffnungsvoll, also eher Optimist als Pessimist, aber hier löst sich das Problem nicht von selbst. Nicht durch die Marktwirtschaft, aber auch nicht durch die Natur an sich. Sonst hätten wir ja schon die Lösung gehabt. Okay. Ich möchte jetzt aufgreifen. Verflechtung. Ich fand das mal ein gutes Schlusswort. Ja. 90% der Weltackerfläche sind noch gentechnik frei. Ich denke, wir haben viel zu verteidigen. Ich habe heute wieder viel gelernt. Ich hoffe, Sie auch. Und jetzt gebe ich ab an Sie. Also, wer mir jetzt hier noch mal mitkennt, mein Name ist Jesse, bleibe im Brandenburg mit dabei. Und ja, gentechnikfreie Region sind wir ja wahrnehmen, hat sich dann auch entwickelt, wie es den Gentern. Müssen wir dankbar sein. Die wollten uns vor der Tür damals genveränderten Mais in waren Versuchsfeld, also kein zugelassenen, sondern ein Versuchsfeld. Und da gab es so viel Widerstand, sitzen einige auch hier, die mitgemacht haben damals, den Widerstand zu leisten. Wir haben den Getter erzählen antworten lassen, wir haben die genfreie Region vorgegeben und die genfreie Region, wie wir wahrnehmen, ist so aktiv, ist Brandenburg aktiv wohl, auch die, ob das jetzt Magisch Oberland war oder andere, die sich so verlassen gefühlt haben, alle in Jacke gekommen sind. So, und nun komme ich zurück zum Hünker. Ich habe stellvertretend für den Hünker in Brandenburg zur Ecke gekommen, so wie von Allleiten den Auftrag bekommen, Honig mitgebracht. Aus der genfreien Region zu bringen. Ein Frühlingsblüten Honig, allerdings mit sehr wenig Obst. Weil ich zu den Obstzeiten auf eine riesen Obstplantage, 160 Hektar als Nachbar, haue ich einfach ab. Meine Bienen haben nämlich noch keine Gasmaske. Die Obstbauern, die Pestizide ausbringen, die haben sonst nur was. Meine Bienen nicht, also haue ich mit meinen Bienen ab. Rapshonig von den Bauern, der nicht in die Blüte spritzt. Davor behandelt er sicherlich, aber nicht in die Blüte. Dann habe ich Linde, Kornblüte und Sommerblüte von den Landwirten, auch in der Nähe bei uns, ein Biobauer. Der eiert sich vielleicht im Stillen, dass er mal Kornblüte drin hat, aber ich sage, das sind die letzten Flechte in Brandenburg. Ich bin ja zufrieden, dass sie da sind. Der Bauer ist aber auch zufrieden, das ist ein Biobauer, der erntet genauso wie alle anderen. Und ich wünsche mir eigentlich den Bauern, wo die Söhne heute Häuser auch in Oderburg noch bauen, weg von den Chemikalien. Die Gesundheit, die kann keiner kaufen. Die Erträge, die man da aussieht, oder meint, Erträge zu haben, pro Hektar vielleicht 10 Euro mehr, dafür kauft man sich keine Tablette, wenn man die Pestizide so tief drin hat, dass man krank ist. Und ich habe die Tage eine E-Mail gelesen, den Pestizidhersteller kauft jetzt gerade, eine Tablette, also einen Hersteller, der jetzt Medikamente herstellt gegen Krebs. Die wollen die bei sich reinziehen, im Konzern. Also die machen Ärzte, die Leute krank und dann verschicken sie anschließend die Bilder. So. Dankeschön. Werde ich an meinen Vater geben. Noch eine ganz andere Frage für alle vielleicht, die interessieren. Ich war bei dem Vortrag dabei, wo Sie zugeschaltet wurden von Brasilien im Bundestag in Herrn Ebner. Und da haben Sie gesagt, mein Vortrag kann jeder haben. Jetzt habe ich heute aber gehört, wie Herr Ebner oder die Grünen haben es auf der Internetseite. Kriegt man es außer bei den Grünen irgendwie anders noch? Auch meiner Meinung nach. Sobald die wieder zurufbar, abrufbar ist, dann es wird immer wieder geschafft, mit Hackers und sowas da drauf zu greifen, dass deutsche IPs nicht auf meine Homepage. Das ist seit gestern wieder abrufbar, schon ab morgen auch wieder. Also es gibt dort alle Texte, aber das habe ich ja hier auch angekündigt vorher. Ansonsten kann ich ihn auch gerne zur Verfügung stellen, für den Veranstalter ist auch kein Problem. Wir können ihn auf die AWL-Seite stellen, die wir nicht so oft erachten. Der Vortrag! Dankeschön. Achso, noch eine Sache. Für alle Landwirte, Landwirte zur Aberhoch-Höhnland. Sich unbedingt, also eine andere Chance sehe ich da nicht, die genfreie Region anzuschließen. Als Mitglied dort
man erscheint ja nicht als derjenige, der dort Mitglied ist, sondern es kommen ja bei uns in Barnim, haben wir Hochschulbürger, Landbesitzer, Landwirte oder Imker. Und diese Punkte sind wichtig, denn je mehr Punkte auf der Karte sind, ist es für die Konzerne schwieriger, dort zwischen den Punkten noch einen Acker zu finden. Also es ist ganz wichtig, dort Mitglied zu werden und diese Region zu unterstützen. Ich denke, hier im Bayerischen Oberland ist es gleich wie bei uns in Bayern. Also ganz wichtig. Das ist erwähnt, was die haben ja auch die Sektion hier am Tisch liegen. Ja. Können Sie gerne nach Hause nehmen anschauen, die stehen auf jeden Fall zur Verfügung. Wir sind jetzt noch gleich nach der Veranstaltung hier und können uns ansprechen, ich und Oliver Krause, der da hinten steht. Ich hätte da noch eine andere Idee. Oliver, könntest du vielleicht dieses Video auf YouTube bringen? Ja, also wir haben einen YouTube-Account, da wird das Video auch veröffentlicht und ist über die Seite gfr-brandenburg.de in zwei Tagen abrufbar. Dann kann man auch diesen Vortrag, den ich ja nicht ganz präsentiert habe, von der PowerPoint-Präsentation eher nochmal als Anhang. Den kann man nicht. Ich dann ist er für alle zugänglich und für alle, die heute nicht da waren. Ich habe nur eine Bitte. Bitte nicht mit Lizenz beginnen. Yeah. Alles klar, alles offen. Okay. Okay. Dankeschön nochmal für alles. Vielen Dank.